König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um endlich weiter mit dem dunklen Turm zu machen. Denn wir werden heute mit euch und einem wundervollen Gast das Buch 3 besprechen, nämlich den zweiten Teil des dunklen Turms. Und dazu begrüße ich wie immer den Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem den Flo. Hallo Flo. Hallo. Und unseren wundervollen Gast, den Nick. Hi Nick. Hallo Dela. Nick, unsere Hörer kennen dich noch nicht. Du warst, glaube ich, bei uns noch nie zu Gast. Stell dich doch mal kurz ein bisschen vor und wenn du irgendwelche Formate oder irgendwas hast, erzähl uns mal darüber. Ja, also die Hörer kennen mich wahrscheinlich wirklich nicht, ne? Aber wer in deinem Universum irgendwie vor sich hin existiert und vielleicht einen Twitter-Account hat, ist an mir bestimmt schon mal vorbeigekommen, @dicklange. Und ansonsten, Kurzabriss, wer bin ich, was mache ich? Ich bin der obligatorische Nerd von Welt mit Hang zum doch mehr Sozialsein als der Klischee-Nerd. Bin 27 und ja, wir kennen uns ja aus dem schönen Bundesland, wo wir herkommen, Sachsen, auch wenn es ein paar Inseln gibt. Gibt es nicht so viel spannende Dinge noch zu mir erzählen, wer irgendwie nachlesen will, wer ich bin, kann irgendwie meine 150.000 Tweets versuchen nachzulesen. Und alles andere finden wir, denke ich, jetzt im weiteren Gespräch noch. Und ansonsten bist du exzessiver Podcast-Hörer, hast aber kein eigenes Format bis jetzt. Genau, nee, ich bin obligatorisch, ich habe da was in der Pipeline, Mensch, ich habe schon seit irgendwie Jahren vor, Dinge zu tun, aber wie es so ist, dann vergehen Jahre und das war keine Zeit ansonsten. Bin gerne mal Gast im Podcast, aber selber habe ich kein Format, aber du hast recht, exzessiver Podcast-Hörer bin ich, also irgendwo zum Einordnen 1-3 Stunden am Tag ist so der Durchschnittswert. Okay. Wie sieht's denn bei dir so aus mit King-Erfahrung? Ich weiß, du hast ja viel King, zumindest in deinem Besitz. Bist du mit dem Turm vertraut und wie weit mit dem Rest vom Universum? Tatsächlich ist der Turm fast das Einzige, was ich intensiv gelesen habe und eben alles, was am Turm an Werken da noch dranhängt. Irgendwann habe ich angefangen, King zu lesen. Das dürfte tatsächlich Schwarz gewesen sein. Dann hat es mich gefressen, das zweite, dritte, vierte und so weiter Buch gelesen und danach habe ich eben alles nachgeholt, was irgendwie in einem Verhältnis zum Turm steht, um eben die ganzen Anekdoten und Querverweise, die jetzt noch nicht kommen, aber in den nächsten Büchern dann kommen werden, auch irgendwie nachvollziehen zu können. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Flo, du hast doch bestimmt hierfür wieder eine zeitliche Einordnung. Ja, wir befinden uns jetzt im Jahr 1987 bereits und King war auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Innerhalb von 10 Monaten in diesem Jahr hat er gleich 4 Bücher veröffentlicht und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Wir haben ja schon über das Kinderbuch Die Augen des Drachen gesprochen, aber es kam auch noch der Psychothriller Misery raus, der Science-Fiction-Horror-Roman Tommyknockers und 5 Jahre nachdem Schwarz veröffentlicht wurde, hat er seinen Fans endlich die Fortsetzung der Dunklen Turmsaga beschert. The Drawing of the Tree. Oder im Deutschen, wie es da im 2 Jahre später erschienenen Buch schlicht heißt, 3. Was ich immer noch finde, ist ein komischer Titel für den zweiten Teil einer Geschichte. Ja, die Geschichte um Rowlett, den Revolvermann, die ja ursprünglich eine Reihe von Kurzgeschichten war, nimmt in diesem Band jetzt richtig Fahrt auf und überflügelt auch den ersten Teil bei weitem, also sowohl in den Umsätzen als auch in der Beliebtheit bei den Fans. Und wir waren uns bei Schwarz noch so ein bisschen uneins, wie es uns denn gefallen hat. Aber jetzt stürzen wir mal durch die Tür und versuchen herauszufinden, wie wir denn so zur Fortsetzung dieser Saga stehen. Und dazu gibt uns Jonas jetzt mal einen Abriss des Inhalts. Das mache ich gerne. Die Geschichte beginnt 7 Stunden nach dem Ende von Schwarz. Roland schläft am Strand und wird auf einmal nass, weil die Flut kommt. Er wacht auf, flieht vor dem Wasser, um seine Munition zu schützen, was ihm nur so mäßig gelingt, und sieht sich dann einem riesigen, hummerartigen Wesen gegenüber. Er besiegt das Ding zwar im Kampf, verliert allerdings Zeige- und Ringfinger der rechten Hand, sowie einen großen Zeh.
Ja, er zieht dann weiter Richtung Norden und findet da eine Art Zaubertür mit der Aufschrift Der Gefangene. Laut Walter ist das einer der drei Gefährten, die Roland ziehen muss, oder so war, glaube ich, die Formulierung. Als er die Tür aufmacht, sieht er quasi damit durch die Augen eines Flugpassagiers. Und dieser Passagier ist Eddie Dean. Der ist ein Drogenkurier zurück in die oder auf dem Weg zurück in die USA mit ganz schön viel Kokain am Leib. Und Roland kann in Eddies Körper und Eddies Welt gelangen, indem er durch die Tür tritt. Er kann auch die Kontrolle über den Körper übernehmen, wenn er denn will, aber das macht er anfangs noch nicht. Roland hilft dann, Eddie durch den Zoll zu kommen und anschließend töten sie zusammen den Drogenboss Badazar und seine Leute, weil die es auf Eddie abgesehen haben. Eddie versorgt ihn dafür mit Antibiotika gegen eine Infektion, die sich Roland beim Kampf gegen den Monsterhummer zugezogen hat. Wieder am Strand haben dann Roland mit Fieber und Eddie mit Heroinentzug zu kämpfen. Aber die ziehen trotzdem, wenn auch langsam, weiter in Richtung Norden und treffen dann irgendwann auf eine zweite Tür. Die Aufschrift auf dieser Tür ist die Herrin der Schatten. Durch diese Tür sehen sie das Innere eines Geschäftes und die Augen, durch die sie blicken, sind die von Detta Walker, die sich ihren Körper mit Odetta Holmes teilt. Die beiden wissen allerdings nichts voneinander. King spricht hier oder schreibt hier von Schizophrenie, was der ganzen Sache nicht ganz gerecht wird. Odetta hat ihre Beine verloren, als sie von einem Unbekannten vor eine U-Bahn gestoßen wurde und sitzt in einem Rollstuhl und das auch als Roland diesen Körper betritt. Als er das tut, war Detta gerade dabei, Schmuck zu stehlen und auf der Flucht vom Kaufhausdetektiv kommen sie in eine Umkleidekabine und wechseln dort unbemerkt in Rolands Welt. Detta hasst Eddie und Roland und macht ihnen das Leben zur Hölle. Odetta dagegen ist sehr kooperativ. Sie schaffen es dann unter Schwierigkeiten, die vor allem Detta zu verdanken sind, bis zur dritten Tür. Allerdings hat sich Detta dann mitsamt einem Revolver abgesondert und sind darauf, die beiden zu töten. Die Aufschrift auf dieser Tür lautet Der Schubser. Dahinter verbirgt sich Jack Mord und Roland nimmt den Körper von Jack in Besitz und kann den gerade so davon abhalten, Jake Chambers, den wir aus Schwarz kennen, vor ein Auto zu schubsen. Jake ist ein routinierter Mörder, der es auf Zufallsopfer abgesehen hat und hat unter anderem zwei Anschläge auf Odetta verübt, unter anderem den, der sie die Beine gekostet hat. Roland benutzt den Körper, um sich mit Munition und Medikamenten einzudecken. Und verlässt dann die Welt und Jacks Körper unmittelbar, nachdem er ihn vor eine U-Bahn geworfen hat. Er macht sich nicht sehr viel aus Jack, wie man merkt. Beim Wechsel sehen sich dann Detta und Odetta als zwei Wesen in den Augen durch die Tür. Das ist irgendwie alles sehr seltsam. Die manifestieren sich dann auch als zwei Körper, ringen miteinander. Odetta umarmt Detta, sagt ihr, ich liebe dich. Und dann verschwindet die eine, Odetta verändert sich. Und jetzt ist sie irgendwie eine Mischung dieser beiden Frauen und nennt sich von nun an Susanna Dean. Und das war's dann auch. Wunderbar, ich danke dir für die Zusammenfassung. Es ist, wie gesagt, auch hier wieder etwas konfus, aber das werden wir gleich im Detail aufdröseln. Wie war denn euer erster Eindruck zu dieser Geschichte? Da würde ich mal mit dir anfangen, Nick. Ich habe es ja jetzt extra für den Podcast gerade nochmal frisch nachgelesen und zwei Dinge sind mir direkt aufgefallen. Erstens, ich hatte vergessen, wie gut der Anfang war im Verhältnis zu dem, was ich gedacht hatte, wie es gewesen ist. Ich habe es ewig nicht gelesen, das ist eins der Bücher, das ich lange nicht hatte. Es ist schnell, spannend und geht direkt los und ist irgendwie, ich habe auch vorher jetzt extra nochmal schwarz gelesen, so ein
ein gewisses Gleichnis und ein Gegensatz. Ne? Bei Schwarz werden wir ja auch reingeworfen, direkt am Anfang in die Wüste. Und hier werden wir eben an den Strand geworfen und es geht gleich los. Nur dass jetzt nicht der Charakter nochmal aufgebaut werden muss und nichts weiter irgendwie eingeführt wird, sondern es geht direkt los mit dem Hunger am Strand. Also ich finde den Einstieg echt sehr gelungen und bin überrascht, dass ich es nicht öfter gelesen habe, weil das war echt gut. Okay. Flo? Mir ging es ähnlich. Ich hatte tatsächlich auch den Anfang als viel zäher in Erinnerung. Aber dass so gleich auf den ersten Seiten dann Roland seine rechte Hand verliert, das hatte ich zum Beispiel gar nicht mehr so im Kopf. Und es geht wirklich unheimlich schnell los. Und ich hatte auch gerade mit dem ersten Teil, mit der Eddie-Geschichte, viel Spaß, weil es so eine klassische Fish-Out-of-Water-Comedy war, so teilweise. Das heißt, wir schmeißen den Revolvermann aus einer, ja, sehr fremdartigen Welt einfach mal in ein Flugzeug, in den Körper eines anderen. Und ich fand es sehr lustig. Da hätte ich jetzt echt nach dem ja Schwarz doch so ein bisschen, ja, hatte auch Humor, aber war doch eher so ein bisschen zäh in der Hinsicht. Da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Mhm. Jonas, wie ging's dir? Ich finde das jetzt sehr interessant, weil die beiden hatten es als zäh in Erinnerung beim ersten Lesen und mir geht es auch so. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gelesen und ich fand den Anfang unheimlich zäh. nee, also irgendwie die Szene am Strand und so, die konnte mich überhaupt nicht packen. So richtig Fahrt aufgenommen hat es für mich, nachdem das Flugzeug gelandet ist. Da war ich in der Geschichte drin und konnte mitfiebern und so, aber vorher war das für mich unheimlich langatmig. Was ich euch fragen würde, wir lesen ja jetzt das Ganze tatsächlich als Reihe. Das heißt, wir werden den Rest ja auch später oder früher dann noch von uns geben. Aber würde dieses Buch auch als Einzelbuch funktionieren, wenn man den Vorgänger nicht kennt? Denn eine spannende Geschichte ist es ja trotzdem. Ich würde sagen, ja, mit Einschränkungen. Natürlich wird jetzt hier Roland nicht mehr großartig eingeführt und man erfährt nicht, was es mit ihm auf sich hat oder mit seiner Suche nach dem Turm. Aber gerade so diese Teile mit Eddie und mit Detta Odetta, die funktionieren. Der Teil mit Mord schon wieder eingeschränkter. Ich würde sagen, es funktioniert ja, wenn man akzeptieren kann, dass man eben nicht alles versteht. Ich würde sagen, es funktioniert ohne Vorgängergeschichte zumindest einigermaßen. Aber ohne Nachfolgegeschichte fände ich es unheimlich unbefriedigend. Okay, ja. Würde ich mich auch so anschließen. Also gerade das Ende des Buches, zu dem wir noch kommen werden, alles, was sich um Jake dreht, ist halt nicht nachvollziehbar. Aber tatsächlich frage ich mich, wie viel Roland im ersten Buch tatsächlich so richtig erklärt wird. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, die Charakterisierung von Roland findet für mich gar nicht so richtig in Schwarz statt, sondern die kommt erst noch. Gerade mit Glas ist es ja dann, eigentlich geht es nur um ihn. Und ja, also könnte man als One-Shot machen, gerade in Zeiten von Netflix und Love, Death, Robots. Wenn man da jetzt einen One-Shot draus drehen versuchen würde, der würde funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Buch hier ein besserer Einstieg ist als Schwarz. In die Geschichte. Moment, in die Geschichte. Nicht, ja. Ich weiß, du hast Schwarz sehr gut gefallen. Schwarz ist auch ein gutes Buch, aber es Schwarz ist nicht nötig, ja. Genau, es hat halt nur Roland. Und hier haben wir dann alle Elemente, die wir später in der Geschichte brauchen, beisammen zum ersten Mal. Ja, das stimmt, da hast du recht. Na gut, dann würde ich doch auch sagen, reden wir auch über die Elemente und fangen erstmal mit den Charakteren an, bevor wir über die Schlüsselszenen reden. Und da würde ich sagen, vergleichen wir doch wirklich erstmal mit Roland, den haben wir ja schon kennengelernt. Ich persönlich finde tatsächlich, dass er fast keine Entwicklung hat zum letzten Buch. Also zu Schwarz hat er eigentlich keine Entwicklung, finde ich. Außer gegen Ende zu. Ich finde, gegen Ende hat er doch eine starke Entwicklung sogar. Eben weil er zulässt, dass diese Mitstreiter, ich sag mal, in sein Herz gelangen. Das hat er aber bei Jake auch. Ja, aber Jake lässt er doch ziemlich einfach fallen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Würde er hier aber auch machen. Er geht ja dann zum Beispiel zu der Tür und lässt Eddie zurück, obwohl er es besser weiß. Also er würde hier trotzdem noch jeden von denen opfern. Er hat halt hier bloß keine Gelegenheit dazu. Das würde er aber immer tun. Also. Ja, ich glaube auch, dass das entwickelt sich im Laufe der Geschichte mehr und mehr hin zur... Er würde mehr für seine Freunde tun, aber den Turm natürlich niemals seinen Freunden unterordnen. Genau. Also deswegen finde ich halt eine Entwicklung, also dieses sich dran gewöhnen, dass da auf einmal Gesellschaft ist, das hat er bei Jake auch schon. Also so eine Entwicklung ist es meiner Meinung nach tatsächlich nicht. Ich glaube, Entwicklung ist vielleicht auch gar nicht so, also für mich wäre es nicht der richtige Gedanke, weil wir sehen jetzt einfach eine andere Seite der Medaille, Roland. Also wir haben im Schwarz einfach noch nicht alles von ihm gesehen und jetzt sehen wir gleich zu Beginn jemanden, der nicht quasi der unbezwingbare Ganzlinger ist, sondern eben am Anfang dieser ersten Schlüsselszene bereits Probleme bekommt und sich dann auf andere einlassen muss. Also es ist gar kein, ich würde gar nicht sagen Entwicklung, sondern einfach eine Beleuchtung von anderen Seiten des Charakters Roland. Mhm. Ja, da hast du recht. Ja, Jonas, wie findest du ihn denn in diesem Buch? Ich weiß, du hattest am Anfang in Schwarz noch so deine Schwierigkeiten mit ihm. Sympathisch fanden wir ihn, glaube ich, in Schwarz alle nicht. Wie geht's dir denn jetzt? Ich komme besser mit ihm klar. Anfangs hatte ich auch noch Probleme, vielleicht weil ich noch die Gedanken an das alte Buch hatte, aber durch seine Interaktion mit seinen Gefährten, da bildet er sich mehr als als richtiger Charakter aus und nicht nur als so ein 0815 hält irgendwas. Mhm. Er bekommt mehr Facetten, das macht ihn sympathischer. Okay. Flo, wie ging's dir? Also auf jeden Fall wirkt er sympathischer als im Schwarz, das muss ich zugeben. Er entwickelt sich. Doch, ja. Also sehe ich genauso. Ja, und mir ging's halt genau andersrum. Also ja, meinetwegen die Sache mit der Entwicklung. Spätestens später kommt es dann ja tatsächlich. Und es sind ja auch schon die ersten Ansätze da, da gebe ich euch recht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ihn hier sympathischer fand als in Schwarz. Im Gegenteil, er hat mir hier eigentlich noch viel mehr seine Unerbittlichkeit und so weiter raushängen lassen als am Anfang. Denn hier ist es ja tatsächlich so, ich meine, gerade das Ding mit Detta, das ist schlicht und ergreifend eine Entführung. Ich meine, Eddie lässt da ja zumindest noch in Ansätzen sowas wie eine Wahl. Eddie weiß im Zweifelsfall, wenn ich jetzt hier bleibe, bin ich tot. Das ist zwar eine beschissene Wahl, aber es ist immerhin eine. Aber bei Odetta übernimmt er schlicht und ergreifend den Körper und schubst die in eine andere Welt, in die sie nicht reingehört. Zum Beispiel. Ja, schon. Aber es muss halt sein. Sonst kommt der Kaufhausdetektiv. Und man kommt nicht zum Turm. Ja, aber ich meine, also sympathischer wird er mir durch die Geschichte nicht. Nein, nicht sympathischer, vielschichtiger. Ja, vielschichtiger, ja. Das, ja. Was mir jetzt so, während wir darüber reden, auffällt, ist, ich glaube, man könnte sagen, man könnte Roland als zweigeteiltes Wesen sehen. Einerseits den Roland und den Turm, das ist die eine Richtung, und die andere Richtung ist alles andere. Also die Prämisse, dass er alles in den Turm stellt, die sieht man jetzt auch hier wieder und das ja, ist ja auch genau eben sein Ding. Aber dann gibt es eben noch den restlichen Roland, der eben dann doch mit Menschen kann und will. Genau. Dann würde ich sagen, reden wir doch über Eddie. Denn das ist ja der erste Charakter, den wir dann kennenlernen. Und an ihm habe ich unglaublich viel Spaß. Ja, also was ich halt bei ihm sehr schön finde, er ist halt tatsächlich von Anfang an doch sehr vielschichtig gezeichnet. Er hat, einerseits ist er halt total weinerlich, aber er hat meiner Meinung nach trotzdem von Anfang an sehr viele Talente. Er ist hundsehrlich, hundsdumm und hundstreu, aber er hat Mumm. Und was ich sehr schön finde, ist, dass bei ihm halt tatsächlich so dieses Stoll in den Knochen und gleichzeitig dieses weinerliche, glibbrige bei ihm so nah beieinander liegt. Dass es eben gar nicht unbedingt ein Kontrast ist, sondern wirklich, er wirkt wie eine echte Figur für mich. Ja, er ist dadurch schon von Anfang an vielschichtiger als Roland es die ganze Zeit war.
Er ist so der Junkie mit dem Herz aus Gold irgendwie. Und das ist eine sympathische Figur, absolut. Und was auch sehr angenehm ist, ist so ein bisschen, dass Jake war ja der Junge im ersten Teil, dieser junge Mensch, und das kommt eben mit gewissen Traits. Man kann nicht viel, man weiß nicht viel, man ist eben jung und unbedarft und muss von so einem durch die Gegend getragen werden. Eddie jetzt ist tatsächlich, finde ich, die passendste Person als erster Mitstreiter, weil Eddie, egal wie treu doof er sein kann, ist am Ende jemand, der dann bereit ist zu kämpfen, wenn es nötig ist. Ich meine, sein erster Kampf mit Roland zusammen ist nackt. Genau. Und das macht er einfach. Und also das finde ich ganz schön, dass als erstes jemand zu Roland getragen wird, quasi in dieser Geschichte, der auch zu ihm passt in gewissem Maße. Mhm. Was mir hier aufgefallen ist, warte mal ganz kurz, Flo. Hm? Ging es dir auch so, dass er dich ein bisschen an Laurie Underwood erinnert hat? Aus The Stand? Nein. Okay. Ja, weil mein Gedanke war halt wirklich dieses, es sind beide Seiten da, einerseits das Weinerliche und so weiter, aber eben andererseits tatsächlich, dass man weiß, da ist ein guter Kern dahinter, in dem Potenzial steckt. Aber okay, du wolltest was anderes sagen, erzähl. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass Roland ja in ihm auch ganz schnell einen geborenen, einen natürlichen Revolvermann erkennt, der nur noch nicht ausgebildet ist. Das, finde ich, macht den Charakter auch hier schon gleich nochmal auf einer ganz anderen Ebene interessant. Also es ist dieser manchmal ein bisschen weinerliche Junkie, aber es steckt was in ihm. Und gut, das kommt jetzt in diesem Buch hier noch nicht ganz so raus, aber es ist sehr vielversprechend für die Zukunft. Ja, ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich mit ihm warm wurde. Irgendwie habe ich seine Rolle in dem Ganzen noch nicht so ganz verstanden gehabt, dass er jetzt auch mitkommt und so. Ich dachte, er braucht ihn nur als Information oder sonst was oder als Hilfsmittel. Aber ja, das hat sich dann später gelegt. Mhm. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass diese Türen dann... Ja, ich dachte, das wäre halt einfach nur irgendwie ein Weg irgendwo rein und hätten jetzt nicht oder wären nicht Personen gebunden. Das hat sich dann später ja auch als falsch erwiesen. Mhm. Okay. Und was ich bei Eddie noch ganz interessant finde, ist, dass er tatsächlich durch alle seine Fehler, die er hat, wirklich Farbe kriegt. Also eben, dass er trotz Detta einschläft, dass er ihr eine Waffe gibt und so weiter und so fort. Das macht ihn interessant. Was ich wieder schwierig fand, war die Beziehung, die er zu Detta und Detta dann aufbaut und wie schnell das geht. Das war mir ein bisschen merkwürdig. Ja, man hat eben gemerkt, dass King so eine Idee hatte und die hat er dann auch gleich umgesetzt. Und ich würde mich dir da auch anschließen, das ging eben schnell und eben auch ein wenig zu schnell. Man versteht natürlich dann, wenn man es gelesen hat, okay, das war die Intention des Autors, es soll halt in die Richtung gehen. Aber ja, es war ein bisschen, ich meine, die sind jetzt alle Krieg und Kampf gebeutelt und dann entsteht diese Beziehung dazwischen. Und das kann sein, aber ja, fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Mhm. Es kam mir auch immer so ein bisschen einseitig vor und das hat ein komisches Gefühl gemacht. Naja gut, aber andererseits wäre es halt auch schwierig gewesen in der Situation, in der Detta ist, weil sie kann ja gar nicht sagen, welche ihre Gefühle sind, weil sie weiß ja nicht mal selber, wer sie jetzt gerade ist. Also das kann ich schon nachvollziehen irgendwo, dass das so ist. Aber du hast natürlich recht, es gibt natürlich da Sachen Beigeschmack. Dann würde ich sagen, reden wir doch über Odetta, Detta, Susanna und so weiter. Ich fand sie unglaublich anstrengend in diesem Buch. Sie wird später einer meiner Lieblingscharaktere, aber sie ist unglaublich anstrengend hier. Dem würde ich mich auch voll anschließen. Also ich habe genau in Erinnerung gehabt, dass ich diesen Teil der Geschichte und auch später, ja, diese... Ich erzähle nicht so viel, aber das ganze Ding mit Susannas anderen... Varianten ging mir immer nur auf die Nerven und ich bin froh, wenn es vorbei ist immer. Schließe ich mich euch an, gerade hier in der Geschichte sehr anstrengend, also ich habe nichts gegen Odetta Holmes, da waren sehr interessante Ansätze auch in der Geschichte drin, aber Detta ging mir hier tierisch auf den Sack. Das ist es gar nicht. Ich glaube, mir ging persönlich sogar Odetta mehr auf den Keks. Weil auch sie ist halt furchtbar snobistisch, sie ist unglaublich scheißfreundlich, aber eben in diesem
unechten Maßstab scheißfreundlich. Sie ist eigentlich auch unglaublich zickig und Detta ist zwar furchtbar anstrengend und furchtbar scheiße und furchtbar nervig, aber sie hat eigentlich für die Situation, in der sie ist, die gesündeste Herangehensweise an die ganze Nummer. Also den Teil Detta konnte ich eher noch für 10 als den Teil O-Detta. Aha, ich finde bei Detta, das wird ja auch im Buch beschrieben, dass es sie ja voller Klischees ist und keine richtige Figur. Und dadurch hatte ich mit ihr mehr Probleme als mit Odetta. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was ich hier noch anmerken will, also wie gesagt, wir wollen uns ja auch nicht aus dem Fenster lehnen, um Gottes Willen. Wir haben weder bei solchen Sachen viel Ahnung noch sonst was. Aber diese ganze, also es wird auch nie gesagt, dass es Schizophrenie sei. Es wird nur angedeutet, dass Eddie vermutet, es sei sowas. Das muss ich King anrechnen. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich diese ganze Beschreibung mindestens kritisch. Sagen wir mindestens kritisch. Also das wollte ich nur an der Stelle nochmal erwähnt haben. Wir können halt nur in den Vokabeln reden, die das Buch uns gibt und wie das die Charaktere empfinden und wahrnehmen. Aber das ist keine Darstellung eines existierenden Krankheitsbildes, so wie es in echt auftritt, sag ich mal. Und woran sie mich noch erinnert hat in ihrer Detta-Form, ich weiß nicht, hat jemand von euch Sworn Together mal geguckt? Ja. Da gibt es so diverse Szenen, wo Foxy auch in eine andere Rolle schlüpft und wo sie eben auch so diese Klischee-schwarze, sagen wir mal so, aus dem Kino der 40er, 50er Jahre spielt. Und daran hat es mich massiv erinnert. Deswegen war mir dieser Charakter auch unglaublich schwierig in beiden Facetten. Es ist halt, 87 ist ja das Buch rausgekommen, es fühlt sich so ein bisschen an wie das letzte Relikt von dem Rassismus der 80er, der noch irgendwie da drin steckt. Halt. Aber es ist halt so, ja, aus der heutigen Perspektive vor allem auch einfach unnötig, dass sowohl die Krankheit als auch die Klischees, mit denen da gespielt wird, ist halt so ein bisschen so, ja, brauchen wir das nie, aber war halt damals so. Ja, ich glaube schon, dass die wichtig sind, weil, wie gesagt, das ganze Thema Rassismus und so weiter, das wird ja auch im späteren Buch noch sehr relevant. Da ist ja auch diese Welt von Roland nicht dagegen gefeit. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube tatsächlich, dieser Kontrast, dass eben so dumme Klischees und so dumme Vorurteile, obwohl sich diese Welt, in der Detta und O-Detta und auch Eddie aufgewachsen sind, so signifikant von allem unterscheidet, was Roland kennt, dieser Blödsinn ist zeitlos und dieser Blödsinn wird immer da sein und immer bleiben und wird immer scheiße sein. Also von daher glaube ich, das ist schon wichtig, dass die Klischees da drin sind. Ich finde nur den Umgang mit den Klischees, also in diesem Buch, ich glaube, mich zu erinnern, dass es später besser wird, aber ich finde den Umgang einfach nicht wirklich angebracht. Ja, das stimmt. Also er setzt sich nicht wirklich mit dem Thema auseinander. Er führt es ein, aber das ist einfach nur ein Punkt, der abgehakt wird und geht nicht weiter drauf ein. Mhm, okay. Und ich würde sagen, über ihre ganze Verschmelzung und so weiter reden wir dann in den Schlüsselszenen. Das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Oder? Ja, können wir so machen. Okay. Dann bleibt uns nur noch der Schubser oder der Tod oder der Mörder. Nämlich Jack Ward. Hier haben wir natürlich wieder einen totalen Klischee-Namen, das hat er sich ja auch sparen können, aber es ist ja trotzdem witzig. Wie fandet ihr ihn denn? Ich fand ihn ziemlich eindimensional. In seiner Boshaftigkeit manchmal ganz lustig, aber keinen besonders packenden Charakter. Ein typischer King-Show-Bösewicht-Charakter, den man halt einfach nicht mögen soll. Mehr fällt mir da zurück nicht wirklich ein. Er war halt ein super Vehikel, um einkaufen zu gehen. So, und jetzt ist die Frage, es gibt ja diese lustige Theorie, dass Jack Ward tatsächlich in irgendeiner Form entweder Fleck ist in irgendeiner Darstellung oder in irgendeiner Darstellung von ihm manipuliert ist und so weiter. Und ich muss sagen, ich kann dieser Theorie dort tatsächlich zustimmen. Denn es geht ihm ja nicht unbedingt darum, Menschen umzubringen, weil Menschen umbringen,
sondern dieses Gefühl, damit Dinge auszulösen im Großen und Ganzen. Und auch diese ganze Fröhlichkeit, die er damit wieder an den Tag legt, die ist mir auch wieder sehr fleck. Seht ihr das genauso? Nee. Für mich ist das... nee, ich sehe, bei ihm steht tatsächlich der Lustgewinn im Vordergrund. Weil es hat ja tatsächlich sexuelle Züge, seine Taten. Und deswegen, ich glaube, es ist Befriedigung der eigenen Triebe und nicht die Freude an dem, an dem Chaos, was vielleicht sein könnte. Das wird aber explizit so gesagt. Also, ich würde es so vergleichen, wie mit dem Mülleimermann in The Stand. Also, ja, ich würde ihn als eine flecknahestehende Figur ansehen, aber doch ganz eigen in seinem Wahnsinn. Ja, damit kann ich leben. Das ist okay. Aber Jonas, tatsächlich, also dass das, was ihn sexuell erregt dabei, ist nicht der Akt des Tötens selber, sondern die Konsequenzen, die er glaubt, die daraus entstehen können. Das ist der Punkt, der ihn sexuell erregt, wird explizit so gesagt. Ja, okay, aber auch das ist dann ja die, ja, Ziel der sexuellen Erregung und nicht die Sache an sich. Mhm. Also, ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist mir zu simpel für einen Fleck. Ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. Ja, naja, wie gesagt, er ist halt im Großen und Ganzen einfach ein Werkzeug und kein Charakter. Deswegen bin ich auch ganz froh darum, dass wir ihn tatsächlich nur in seiner Funktion genutzt haben und nicht als handelnde Person, die wir dann auf diesen Kreuzzug mitnehmen müssen. Was man hier auch dazu sagen muss, wir lernen ja von ihm tatsächlich eigentlich gar nichts kennen, weil er ja wirklich von Anfang bis Ende eigentlich direkt von Roland besessen wird und auch direkt übernommen wird eigentlich. Also von seiner eigenen Gedankenwelt kriegen wir ja tatsächlich nur so ein bisschen das Vokabular mit und ein bisschen Gefühlskram. Aber ansonsten haben wir ja von ihm nicht wirklich viel mitgekriegt. Ja, und das reicht auch, finde ich. Genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal richtig in die Szenen rein. Oder habt ihr zu den Charakteren noch was? Ich hab nichts mehr. Ich mochte ja die Hummer. Ja, genau, die Hummer sind cool. Aber jo, die Hummer müssen wir sowieso reden. Und dann würde ich sagen, fangen wir wirklich auch beim Anfang an. Wir haben ja schon gesagt, drei von uns, die den Rest der Serie dann später auch schon kennen und kannten, erinnern sich daran, dass sie beim ersten Lesen den Anfang schwierig fanden und langatmig. Und jetzt beim zweiten Lesen ziemlich geil. Jonas, bei dir war es so, du liest es ja jetzt zum ersten Mal. Wie gesagt, du fandest es eben sehr langatmig. Ja. Und ich bin da irgendwo zwischendrin. Ich kann mich tatsächlich an den Anfang gar nicht mehr erinnern, wie ich ihn das erste Mal gelesen habe. Ich fand ihn aber jetzt beim zweiten Lesen doch sehr spannend und sehr schön. Aber ich glaube tatsächlich, das liegt bei uns, die es schon gelesen haben, auch tatsächlich daran, dass wir wissen oder dass wir erstaunt darüber sind, dass so eine Sache mit so einer wichtigen Implikation so zeitig und so brutal einem vor den Latz geknallt wird. Ich glaube, das ist das, was es für uns anders macht. Ja, das kann sein. Weil du weißt ja jetzt noch nicht, was daraus wird. Genau, vor allem ja, auch, nachdem das erste Buch ja in der Hinsicht gar nicht viel geliefert hat, ist das hier direkt auf den ersten Seiten doch schon ein Schlag. Genau. Ja, reden wir über die Hummer. Die Hummer sind cool. Ich finde die Viecher voll cool und voll toll. Was mir ja aber ganz krass aufgefallen ist, und da können wir endlich drüber reden, in diese Welt mit diesen Hummern an diesem Strand haben wir ja schon öfter mal uns verhaspelt und erinnert. Nämlich unter anderem kriegen wir einen Ausblick, was das sein könnte in, ich glaube, Artentechnik war's. Als eben der Bedienstete des Herrenclubs auf einmal eine dieser Türen öffnet. Und da sehen wir Viecher, die da durchaus dran erinnern. Und in der Buick, ich weiß nicht, Flo, jetzt kannst du ja darüber mal was sagen. Mir persönlich ging das tatsächlich so, als dass ich glaube, das ist dieselbe Welt, in die wir da reinschauen. Ich vermute es auch. Ich vermute auch, dass... dann nehme ich dir das vorweg, dass der Buick von Ranger Flag dort geparkt wurde.
Aber ich glaube auch, dass das hier wirklich eine Turmwelt, vielleicht sogar diese Turmwelt ist. Mhm. Ja, genau so würde ich auch sagen. Also es fühlt sich sehr danach an. Okay. Wie hast du denn, Jonas, diese Fremdartigkeit empfunden? Ich meine, als wir bei Schwarz noch durch die Wüste gestolpert sind, da war es ja zwar schon fremdartig, aber man hätte sich ja tatsächlich noch einreden können, dass es so halbwegs normal ist. Das ist ja hier dann schon völlig vorbei. Fandst du das gut oder hat es dich genervt? Ich glaube, es hat mich genervt, dass ich keinen Zusammenhang gesehen habe, wo jetzt diese Hummer sind oder ob die eine Bedeutung haben, welche Bedeutung die haben, sind die wirklich gefährlich oder wollen die mit ihm reden oder sonst was? Und ich glaube, diese Ungewissheit, die fand ich nicht so cool. Mhm. Okay. Fandst du die Viecher denn eindrucksvoll in irgendeiner Form? Also, du hast die jetzt nicht auf Anhieb als Bedrohung empfunden? Nee, nicht direkt. Okay. Vor allem, dass sie geredet haben, das hat mich, glaube ich, rausgebracht. Dieter Chick? Tuta Chum? Dada Cham? Dieter Chick? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich finde, je länger ich jetzt das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, was ich ja noch heute hier mit erzählen will, genau das macht irgendwie das ganze Buch. Es nimmt alles das, was irgendwie King so mit sich bringt manchmal, so eine Weirdness, so eine Andersartigkeit, die er da immer auch ein bisschen reinzwängen will. Und dann geht's los. Roller am Strand, die Hummer, die reden. Und man ist erstmal da und speziell, wenn man jetzt nicht viel von King gelesen hat und vorher nur Schwarz gelesen hat, dann ist es ja wirklich so ein bisschen, was willst du jetzt von mir? Wo bin ich denn hier gelandet? Mhm. Ja, aus dem Western wird plötzlich ein abgedrehter Fantasy-Roman. Das ist schon ein ziemlicher Stilbruch. Sehe ich auch so. Und was ich hier schön fand, ist, dass tatsächlich dieser Fieberwahn von ihm schöner beschrieben wird als das Verdursten in der Wüste. Das fand ich deutlich eindrucksvoller. Ja, man leidet irgendwie tatsächlich mit ihm mit. Aber ich wollte noch sagen, die Hummer sind natürlich eine Stephen King Connection, denn er ist ja in Maine zu Hause. Und das ist sowas wie das Nationaltier von Maine. Das ist sogar auf den Nummernschildern seit einigen Jahren immer ein Hummer abgebildet. Siehst du tatsächlich, die Verbindung habe ich gar nicht gezogen, aber es stimmt natürlich. Und wie gesagt, das sind halt alles mit komischen Viechern und Gedöns. Das lernen wir ja auch, oder haben wir ja schon in Der Nebel zum Beispiel gehabt, dass die halt tatsächlich eine eigene Intelligenz haben und eine eigene Agenda im Zweifelsfall und so weiter. Also das fand ich schon nicht uninteressant, dass wir die da eingebaut haben. Wie steht ihr denn zu diesem ganzen Konzept mit den Türen? Da würde mich mal deine Theorie interessieren, Jonas. Ich habe keine Theorie. Die sind halt da und das akzeptiere ich. Ansonsten macht die Geschichte ja keinen Sinn. Aber du hast es am Anfang nicht verstanden, dass die tatsächlich personengebunden sind. Genau, ich dachte, das sind halt irgendwie Übergänge in eine andere Welt. Und ja, mehr habe ich dazu nicht gedacht. Ich weiß, es gibt mehrere Turmwelten oder mehrere Welten und zwischen denen kann man wechseln. Und scheinbar auch durch Türen, die am Strand erscheinen. Ich habe auch überlesen, dass da ein Name drauf stand, muss ich dazu sagen. Das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, hätte ich mich daran erinnert. Aber ja. Aber okay. So. Was ich halt cool fand, war tatsächlich diese Darstellung, wie diese Türen mehr oder weniger in nichts hängen. Und dort da so rundherum gehen kannst und abklopfen und gucken und tun und machen. Und ja, auch die Tatsache, dass sie dann halt tatsächlich verschwinden, sobald sie ihren Zweck erfüllt haben. Kurze Frage von mir. Jonas, du warst derjenige, der jetzt noch nicht alles danach gelesen hatte, oder? Genau, ich bin quasi auf Stand von 3. Danach kenne ich nichts vom Turm. Auch nicht aus dem eventuell, was noch vielleicht damit zu tun haben könnte. Genau, er kennt nur die Bücher, die bis 3 erschienen sind. Okay, dann wäre mal so meine Frage an dich, Jonas. Du hast ja jetzt schon ein bisschen gesagt, aber in Schwarz erzählt natürlich Roland schon vom Turm und dass er irgendwie so ein bisschen die Mitte alles Seins ist, aber wie hat sich denn jetzt, du hast das Buch ja jetzt durchgelesen, was denkst du denn jetzt, was der Turm ist oder was der Turm darstellt oder kann oder macht? Das
das Problem, ich habe den als Film gesehen, jetzt diese Verfilmung von vorletztem Jahr, die nicht so toll war. Also ich weiß, dass der Turm wohl irgendwie alles diese Welten zusammenhält. Aber ja, viel mehr weiß ich nicht. Er ist unter Beschuss oder so oder wird angegriffen oder in Gefahr. Ja, und irgendwie bringe ich ihn in Verbindung mit der Talisman, mit diesem schwarzen Hotel, wo die rein sind. Aber ja, das war's quasi, das, was ich vom Turm weiß. Okay, gut, nee, also ich, ja, über den Film reden wir nicht, den gibt es nicht, aber. Ja, diese Türen sind halt etwas, wo es mir gerade schwerfällt, noch was zu sagen, weil wenn man eben den Rest gelesen hat, dann hat man eine andere Perspektive drauf. Deswegen wollte ich ein bisschen wissen, wie sich das jetzt für dich bisher anfühlt und mich ein bisschen hineinversetzen, wie es für jemanden ist, der das jetzt von vorne hat. Weil ich habe die ganzen Bücher halt schon mehrmals gefressen, da fällt es dann auch irgendwie schwer zu differenzieren. Deshalb die Frage. Aber Jonas ist auch nicht unbedingt der Spekulativste von uns. Also ich glaube, Jonas wartet tatsächlich, bis das soweit ist. Er macht sich da keine großen Theorien drum. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ich verstehe dich gut, Jonas. Naja, und dann brechen wir ja tatsächlich das erste Mal in eine fremde Welt ein. Und hier fand ich Rolands Reaktion so geil. Er guckt da raus aus dieser Tür, sieht eben irgendwas fliegen und rennt erstmal reflexartig zurück und haut die Tür wieder zu. Also dieser Moment, wie verstört er erstmal ist, das fand ich ziemlich geil. Das ist halt super niedlich. Roland, den harten Revolvermann, der gerade durch die Wüste gegangen ist, um den Mann in Schwarz zu treffen, knallt die Tür wieder zu, weil er Angst vor irgendwas hat. Das ist ja super knuffig irgendwie. Ich meine, voll verständlich und voll menschlich, aber es war voll niedlich. Ja. Ja, und gleichzeitig, er überwindet sich ja dann und macht es trotzdem, weil er weiß, er kommt nicht drum rum. Und da muss ich sagen, diese Interaktion zwischen Eddie und Roland, die fand ich ganz nett. Wie eben wirklich Eddie erstmal an seinem Verstand zweifelt und nicht weiß, wie er jetzt damit umgehen soll und so weiter. Und aber gleichzeitig, eigentlich kämpft er doch auch gar nicht dagegen an. Also es ist tatsächlich so ein, ja, das ist halt jetzt so, dann muss ich halt damit irgendwie umgehen. Aber er kämpft eigentlich nicht dagegen an, dass er jetzt glaubt, er verliert den Verstand. Andererseits sieht er sich der Situation dann gegenüber, dass er jetzt entweder für immer in den Knast wandert oder im Knast dann stirbt oder ja eben drauf eingeht. Also ich, wenn ich mich auch nur ansatzweise in einen Heroinsüchtigen in einer Flugzeugtoilette hineinversetzen wollen würde, würde ich sagen, okay, naja, ist eine Option, die kann man dann auch wahrnehmen. Ja, wie gesagt, wenn die Wahl eh beschissen ist, dann können wir uns wenigstens die Scheiße aussuchen, die nicht ganz so stinkt. Da übrigens an der Stelle kurze Korrektur. Du hattest, glaube ich, vorhin Jonas gesagt, in der Inhaltszusammenfassung, er hätte Kokain geschmuggelt. Ich glaube, es ist tatsächlich Heroin, das er schmuggelt. Nee, er ist heroinsüchtig und schmuggelt Kokain. Ah, okay. Genau. Weil Roland sagt auch, das eine nimmst du, das andere transportierst du, um dir das eine andere zu kaufen oder so. Ah ja, du hast recht. Okay, Entschuldigung. Stimmt. Ja, na, wie gesagt, diese ganze Flugzeugszene, dieser ganze Stress, den er da so hat, mit der Stewardess und so weiter und so fort, die ist ganz nett, aber so richtig warm geworden bin ich damit nicht. Aber ich muss dazu sagen, nach 9/11 liest sich diese Szene doch viel lustiger. Also gerade die Gespräche der zwei Stewardessen. Ich fand die ganze Szene recht lustig. Also auch die Gespräche, auch die ganze Reaktion, sowohl von Roland als auch von Eddie. Und es hat mich bizarrerweise an den ersten Thor-Kinofilm erinnert. Wenn der Donnergott in dieses kleine Kaff da in New Mexico geschleudert wird. Mhm. So diese komplett fremde Welt. Und genau das fand ich hier auch. Das hatte ich irgendwie halt diesmal beim Lesen da echt Spaß mit. Ja, und auch für mich als Zweitleser, ich hatte total verdrängt, dass das jetzt ja wirklich lustig wird gerade und dass da Humor drin steckt, weil ich hatte noch Schwarz im Kopf und das war ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich Schwarz hätte lustig gefunden. Und hier ist dann gleich so eine komödiantische Ecke drin und Roland weiß nicht, was das für Dinge sind. Eddie findet ihn bescheuert und die finden irgendwie doch zusammen. Das ist so eine Buddy-Comedy.
im Flugzeug. Das ist echt schön. Nach dem schnellen, harten Einstieg dann gleich so eine Comedy-Rolle. Also bis zu diesem Punkt ist das Buch in sich echt geil. Mhm. Ja, bin ich voll bei euch. Und wie gesagt, halt wirklich auch der Humor, den Eddie in sich hat. Ich meine, Roland ist ja nun tatsächlich auch kein Mensch mit allzu viel Humor und Witz. Also das ist ja, kannst du ja viel von ihm sagen, aber das ist er nur weiß Gott nicht. Und im Vergleich dazu eben ein Eddie, der ja auch später dann in anderen Büchern dieses Talent noch viel mehr ausspielt. Aber wie er es halt wirklich schafft, sich mit Witzeleien und klugen Sprüchen und Kommentaren und Sarkasmus aus dümmsten Situationen wieder rauszubringen, das fand ich schon ganz cool. Also da habe ich tatsächlich auch sehr viel Spaß davon gehabt. Ja, der Humor von Roland kommt daher, dass er keinen Humor hat. Und ihn dann mit so einem Witzbold wie Eddie zu paaren, das ist, ja, das ist eine 80er-Jahre-Komödie. Das ist meistens gar nicht mal so schlecht. Wie fandet ihr denn dann diese große Kampfszene? Denn die, muss ich sagen, war zwar schon ganz nett, aber für mich lebt wirklich die Beziehung da von der Beziehung zwischen Eddie und Roland. Ja, es ist halt eine Action-Szene, weil es Zeit für eine Action-Szene war, aber ich gebe dir vollkommen recht, also als sie dann rum war und wieder diese Beziehung weitergehen konnte, das war mir dann auch lieber. Ja, genau so. War mal ganz nett, aber ja. Ich weiß nicht, aber ich stehe in letzter Zeit sowieso nicht mehr so auf Kampfszenen, vor allem nicht in Büchern oder auch Hörbüchern. Das macht irgendwie nicht mehr so viel Spaß, seit man sie aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Und selbst da flaut es ab. Fandet ihr denn Eddies Reaktion hier tatsächlich so nachvollziehbar für ihn? Also ich hätte jetzt, wenn ich es nicht wüsste, tatsächlich nicht, also ich hätte jetzt erwartet, er versucht sich da aus der Situation rauszuwuseln. Natürlich war das hier nicht möglich. Aber glaubt ihr, er kämpft, weil er weiß, er muss jetzt kämpfen? Oder kämpft er, weil er weiß, er hat mit Roland ja erstens einen Grund und zweitens eine Verstärkung? Ich finde tatsächlich, einerseits natürlich, das Ding hat jetzt Roland eine Verstärkung und er weiß halt, Roland ist ein krasser Typ, den nehme ich jetzt mit und dann fühle ich mich stark. Aber andererseits hat man ja auch schon vorher in diesen diversen Rückblenden, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele davor waren, aber wo man ein bisschen erfahren hat, wie Eddies Hintergrundgeschichte ist, da hat man schon mitgekriegt, dass Eddie auch so ein kalter Hund so sein kann. Natürlich auch immer Opportunist, aber halt auch ne, diese andere Seite, was ja auch Roland dann in ihm zu sehen beginnt. So ein Typen, der als Ganzlinger funktioniert. Und diese Kampfszene ist eigentlich für mich nochmal so der Peak und der Beweis, ja, Eddie kann das, Eddie macht das mit. Eddie ist ein Charakter, der als erster Rekrut in Rolands kleiner Armee funktioniert. Und das finde ich eigentlich ganz passend und deswegen kriege ich es auch gut. Aber kämpft Eddie in dem Moment nicht für seinen Bruder, um den zu rächen? Naja. Aber ich hätte halt tatsächlich wirklich nicht gedacht, dass er, also, wie gesagt, es ergibt im Ganzen, ergibt es Sinn. Aber ich hätte Eddie jetzt tatsächlich eher so eingeschätzt, als versucht er da mit Intelligenz rauszukommen und nicht mit brachialer Gewalt. Denn bis jetzt hat er alle seine Konflikte damit eben gelöst, dass er sich da irgendwie rausgeredet hat oder anderweitig rausgezogen hat aus der Situation. Und dass er jetzt auch einmal so skrupellos in der Lage ist, tatsächlich Menschen zu töten, fand ich krass. Ja, dann, ich glaube, die Situation hat einfach nicht viel mehr hergegeben. Mhm. Wie du vorhin schon gesagt hast, Dela, es ist dann auch so ein bisschen Friss oder Stirb, ne? Die eine Scheiße oder die andere. Und wenn man schon eine Knarre in der Hand hat und den Typen, der seinen Bruder gebildet hat, irgendwie abknallen kann, ja, why not? Nach wie sind's gut. Wie fandet ihr denn diese lustige Opferung, als sie den Menschen, der da zur Wache quasi abgestellt wird, mit in die andere Welt schubsen, damit er von den Krebsen gefressen wird. Das fand ich ja auch ganz, ganz putzig und eine nette Idee. Der arme Hund. Ich finde, das löst sehr angenehm diese bis dahin existierende Schwelle zwischen den Welten auf. Weil bisher haben wir quasi nur Roland und Eddie irgendwie interagieren sehen und jetzt sehen wir, okay, niemand ist davor gefeit, quasi durch so Türen zu gehen und niemand ist vor der Macht dieser Tür und was dahinter steht, gefeit und jeder kann da auch durchgehen. Das ist eigentlich schon mal ganz cool, weil es so ein bisschen eine Preview ist auf das, was ich jetzt nicht nenne, aber später kommen wird. Und wenn man, ja, also aus der Retrospektive ist es cool, da schon mal zu sehen, okay, King hatte da schon die Ideen, die später kommen werden. Ja, zumal das halt auch eine Bedrohungssituation schafft, dass du ja potenziell als normaler Mensch
jederzeit in so eine falsche Tür mal reinfallen kannst. Das fand ich eigentlich als Hintergrundbedrohungsgedanken ganz nett. Und wir haben hier natürlich wieder eine kleine Verbindung zum Fluch. Denn Ginelli ist ja hier ein Teil dieser Mafia-Crew. Das wollte ich auch nochmal erwähnt haben. Und er bleibt mir hier aber sehr blass. Wir fanden ihn im Fluch ja sehr sympathisch eigentlich. Aber hier hat er eigentlich keine allzu große Rolle, oder? Ja, das sehe ich auch so. Also wir hatten ihn ja in der Fluch und in die Ballade von der flexiblen Kugel. Da mochten wir ihn eigentlich durchgehend, aber hier hat er keine wirklich große Rolle. Und keinen großen Charakter. Genau. Ja, dann gehen wir wieder zurück in unsere Welt. Wie gesagt, wichtig finde ich hier tatsächlich, Eddie hat eine Wahl. Eddie wird nicht gezwungen mitzugehen, sondern er geht tatsächlich mit, weil er weiß, das, was mich hier erwartet, ist die schlimmere Alternative. Das finde ich in dem Kontext interessant, weil es eben, wie gesagt, in anderen Situationen wieder anders sein wird. Aber er geht mit. Und jetzt haben die beiden natürlich viel Spaß miteinander, weil einerseits zwei recht gegensätzliche Charaktere und beide in einer beschissenen Situation. Denn Roland mit seinem Fieberwahn und Eddie mit seinem Entzug, stelle ich mir vor, tatsächlich wie die Hölle auf Erden. Das ist alles einzeln schon schlimm genug, aber wenn du das dann noch in dieser Konstellation erleben musst, ist das echt ein Albtraum. Ich fand es so wie ein seltsames Paar in der Monsterhummer-Edition. Naja, also, ja, gebe ja, ich also dir recht. Aber so zwei unterschiedliche Charaktere zusammengeworfen, in, dass sie miteinander klarkommen müssen, nur dass hier die Situation natürlich noch ein bisschen außergewöhnlicher ist. Es hat mir gefallen, so möchtest du vielleicht anfangen. Da gebe ich dir recht, aber was ich hier lustig fand, ist, dass tatsächlich wir am Anfang ja die Hummer tatsächlich als Problem empfinden und jetzt in dem Teil für mich diese ganze Umwelt, die da herrscht, zwar scheiße ist, dass sie da ist, aber die ist nicht mehr die Bedrohung. Die Bedrohung ist für mich dann tatsächlich diese Tatsache des Entzugs, des Fiebers und so weiter. Also dass jetzt wirklich die eigenen Probleme der beiden Leute zusammen kombiniert das größere Problem sind als die Scheiße, in der sie stecken. Wo du jetzt gerade nochmal Scheiße und drinstecken gesagt hast, habe ich tatsächlich ein bisschen gedacht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es gibt in irgendeinem Lethal Weapon Film gibt es ja die Szene, wo der eine Typ auf dem Klo sitzt und das Klo hochgehen kann. Und beide Beteiligten in Lethal Weapon sind dann in dieser Situation, dass sie eigentlich dann rausgehen und alles scheiße ist und die machen das Beste draus. Ich finde, das ist eben so eine Buddy-Comedy und auch wieder so ein bisschen 80er Flair, der hier halt genau mitspringt. Und ja, es ist ein angenehmer Pick, um irgendwie diese Story voranzutreiben und die beiden ein bisschen weiter zu zeichnen. Auf jeden Fall. Ja, naja, und wie gesagt, wir schleppen uns dann so ein bisschen durch die Welt und versuchen klarzukommen. Eddie geht es doch recht schnell wieder gut. Also nicht gut, aber akzeptabel. Aber er will trotzdem noch seinen Stoff. Und als wir dann zur zweiten Tür kommen, wittert Eddie natürlich seine Chance, sich endlich neues Zeug zu beschaffen. Und er bedroht Roland mit seiner Waffe. Da hat sie Roland abgenommen, er hätte es aber verhindern können, hat es aber schlicht und ergreifend nicht getan, denn er begibt sich jetzt, ohne nachzudenken, in die Hände von K. War das nachvollziehbar für euch? Für mich eigentlich nicht. Nein, für mich auch nicht so wirklich. Also, ich finde auch, dass diese ganze Szene mit Rolands Krankheit und mit dem Entzug von Eddie ist mir ein bisschen sehr oberflächlich und ich kann auch hier die Beweggründe der Figuren auch nicht immer so ganz nachvollziehen. Nachvollziehen konnte ich es schon, weil wie gesagt, Eddie weiß, es gibt eine zweite Tür. Wenn die erste Tür in meine Welt geführt hat, wird die zweite wohl auch irgendwo dahin führen. Deswegen kooperiere ich jetzt mal mit diesem Idioten, weil ohne ihn schaffe ich es nicht. Und sobald wir dort sind, kann ich ihm ja eins über die Rübe ziehen und dann zurück in meine Welt und dann weiter vollballern. Das verstehe ich. Und Roland weiß ja, warum auch immer, dass er die Leute braucht, auch wenn er sie vielleicht erstmal nicht leiden kann. Also diese Kooperation und die Motive, die konnte ich schon verstehen. Aber dass er tatsächlich seinen Weg riskiert und sich in die Hände des K begibt, das war unlogisch für mich. Das ist eigentlich die einzige Szene, die ich da nicht nachvollziehen konnte.
Ich hatte schon Probleme mit der Logik, ja, wenn die eine Tür in meine Welt führt, dann muss die nächste ja auch dorthin führen. Die hätte auch auf dem Planeten XY führen können oder in eine Welt, in der... Ja, das weiß aber nur ein Roland, das kann ein Eddie ja nicht wissen, weil er ja das erste Mal damit Kontakt hat. Also da ist schon der menschlich-logische Schluss, dass das schon auf die richtige Ecke führen wird. Naja, er ist durch die Tür also Eddie ist durch die Tür gegangen in Rolands Welt und das ist schon eine Welt, die sehr unterschiedlich ist. Also, dass eine andere Tür zurückführt, fände ich schon gedanklich natürlich nachvollziehbar, aber doch ein bisschen weit hergeholt. Du denkst es aber natürlich aus einer Perspektive von heute. Ne? Also wir sind ja jetzt schon ein paar Jahre später und haben Geschichten gehört und Serien gesehen. Und ich glaube so, auch für jemanden, der das dann 87 liest, natürlich gab es da schon Sci-Fi und es gab schon diverse Dinge. Aber ja, wie Dela schon gesagt hat, das ist dann schon relativ naheliegend, dass das natürlich dann ein ähnlicher Mechanismus ist. Ja, natürlich. Und außerdem hätte er es ja im Zweifelsfall auch sehen können. Also in dem Moment, wo Roland die Tür aufmacht und da wäre halt ein fremder Planet dahinter gewesen, hätte er es ja im Zweifelsfall noch rechtzeitig gemerkt und hätte dann den Plan ändern können. Ja, aber wer weiß, ob es nicht auch auf anderen Planeten Stoff gibt. Drogen kann man doch überall bekommen. Ja, und dann, wie gesagt, gehen wir auf die andere Seite, denn Eddie hat uns nicht davon abgehalten. Er beschließt dann einfach, dass wir mit dem Messer am Hals, also an Rolands Hals, auf ihn warten, auf seine Rückkehr. Und Roland begibt sich jetzt in Odettas Kopf. Und da muss ich sagen, mit dem Teil hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten in mehreren Hinsichten. Aber fangt ihr vielleicht erstmal an. Ja, war, kurz und schmerzlos die Übernahme. Schmerzlos war sie gar nicht. Es hat ja Detta schon wehgetan, als er sie übernommen hat. Aber ja, es war sehr flott. Ich konnte mir diese Jagd durch den das Kaufhaus sehr gut vorstellen. Irgendwie sah Detta in dem Fall ein bisschen nach Dela aus. Ja, also das war schön beschrieben, aber ja, es ist, wie du vorhin sagst, es war eine sehr, ja, ganz klassische, eine sehr schnelle Entführung. Es kann halt auch ein bisschen mit dem Anfang mit Eddie einfach nicht mithalten, ne? Also dieses ganze Ding mit Eddie, seinem Bruder, den Drogen, das... Da ist auch, glaube ich, wenn wir jetzt, ich müsste jetzt gucken, wie viele Seiten das waren, aber da ist auch einfach mehr Zeit für gegeben, um da ein bisschen reinzukommen. Ja, auf jeden Fall. Na, was ist hier? Also, ich habe mehrere Probleme mit der Szene. Das erste Problem, und das habe ich mit Susanna und allen ihren Derivaten im ganzen Buch, es ist eine King-Frauen-Figur. Sie ist zwar aktiv, also im Vergleich zu anderen Frauenfiguren ist sie sehr aktiv und ist sie ein sehr starker Charakter. Aber sie hat sehr viele, also nicht in ihrer Person Schwächen, sondern im Umgang mit ihrer Person Schwächen, die mich wahnsinnig aufregen und die fangen hier schon an. Das erste, was mich aufregt, ist die Tatsache, wie gesagt, sie wird schlicht und ergreifend einfach entführt. Das nervt mich, denn gerade bei ihr ist die Situation, ins normale Leben wieder reinzukommen, wäre wesentlich einfacher. Wenn sie eine Wahl gehabt hätte, wäre, glaube ich, tatsächlich die Situation nicht ganz so auswegslos gewesen wie bei Eddie. Denn sie hat nun mal Geld dahinter, sehr viel. Das heißt, selbst wenn der Kaufer als Detektiv sie erwischt hätte, wäre sie wohl recht schnell aus der Nummer wieder rausgekommen. Unabhängig von dem ganzen Rassismusgedöns, was da mit dranhängt. Also das ist schon mal das Erste, dass sie einfach wirklich am Genick gepackt und ziemlich zart wird. Interessant fand ich an ihr tatsächlich diese Sache mit der Behinderung, dass sie eben ja schlicht und ergreifend im Rollstuhl sitzt und dadurch natürlich auch Dingen ausgeliefert ist, denen sie nicht ausgeliefert sein sollte. Und was ich noch ganz schön fand, und das fand ich interessant, Roland merkt ja von Anfang an, irgendwas stimmt nicht, weil sie eben nicht wie Eddie reagiert, ich verliere den Verstand, sondern im Prinzip beide Elemente, die sie in sich hat, zucken mehr oder weniger mit den Schultern. Es ist also für sie kein fremdes Gefühl, eine andere Entität in sich zu spüren, sondern das Einzige, was sie verunsichert, ist, dass es eine Entität ist, die sie nicht kennen. Ja, dem kann ich so zustimmen.
das stimmt. Es ist halt trotzdem, selbst wenn sich die beiden oder die vielleicht auch, vielleicht hat er auch vorher noch mehr verschiedene Entitäten existierten hier, dass die einfach so das fressen, das ist halt komisch, ne? Weil selbst wenn du gewohnt bist, dass du 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 7 oder 90 verschiedene Varianten in dir trägst, die kennst du ja, also im Fall von ihr, sie kennt sich ja in ihren Formen und interagiert ja auch in gewissem Maße mit sich selbst in ihren verschiedenen Varianten und dass da auf einmal ein fremder Mann in ihrem Kopf sitzt, das ist halt so ein bisschen, okay, das frisst du jetzt auch so schnell? Er fühlt sich seltsam an. Nee, glaube ich tatsächlich nicht, weil sie weiß ja nicht, dass sie 2 sind. Also das weiß sie am Anfang tatsächlich nicht, das lernt sie jetzt erst kennen dann später. Ach stimmt, da war ich zu schnell, ja, nee, da ist es noch nicht so, ja. Aber wie gesagt, also Tatsache ist tatsächlich, dass die beiden am Anfang nichts voneinander wissen, aber dass eben wirklich dieses Gefühl, gespalten zu werden, nichts Neues für sie ist. Und das ist ja richtig, denn beide Personen, sowohl Detta als auch Odetta, haben dieses Gefühl des Gespaltenwerdens ja einmal erlebt. Einerseits während dieser Sache als Kind, da hat Odetta diese Spaltung erlebt, als eben dieser Stein auf sie geworfen wurde. Das heißt, das Gefühl kennt sie. Das ist nichts mehr, was sie verunsichert. Das ist sicherlich unangenehm, aber nichts Neues. Und Detta kennt das Gefühl, als sie vor die Straßenbahn geschmissen worden ist. Das heißt, die haben beide, unabhängig voneinander, ohne dass sie es voneinander wissen, haben beide denselben Effekt schon mal gespürt. Von daher kann ich das verstehen, warum sie das so akzeptieren, dass das eine Realität sein kann. Na gut. Wie gesagt, also er entführt sie schlicht und ergreifend, schmeißt sie auf die andere Seite. Und ja, die Tür, wie gesagt, verschwindet dann auch tatsächlich. Und wie gesagt, das Interessante ist, sie fragt nicht als erstes, wo bin ich oder was, sondern wer bin ich. Weil das finde ich ganz interessant. Das ist wieder was ich überlesen habe. Weil das suggeriert mir ja, dass sie tatsächlich weiß, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist anders als vorher. Und es ist nicht die Umwelt, sondern es ist die Tatsache, dass jetzt auf einmal irgendwas sich anders anfühlt. Nee, und hier... Nick? Die Szene habe ich auch tatsächlich nicht mehr so im Kopf. Weiß sie jetzt, also, ne, sie hat jetzt gerade diesen Mann in ihrem Gehirn gehabt. Ist es deshalb jetzt so, dass sie denkt, da etwas anderes, oder ist es der Übertritt in die andere Welt, der etwas mit ihr macht? Das ist nicht geklärt, das weiß man nicht. Aber ihre erste Frage ist tatsächlich nicht, wo bin ich, sondern wer bin ich? Ja, also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr an der Stelle so richtig drin. Wird da dann nochmal drauf eingegangen, weil, also, in den nächsten paar Seiten, weil, ja, woher kommt es an der Stelle, dass sie sich diese Frage stellt? Ich glaube, so richtig wird es nicht klar. Das ist halt ein bisschen schade, weil so grob habe ich es auch nur in Erinnerung. Und das lässt halt viel Spielraum, aber erklärt nicht wirklich irgendwas. Und das auch, fühlt sich auch so ein bisschen komisch an. Vielleicht habe ich es auch deshalb verdrängt. Ja, wie gesagt, also diese ganze Szene ist echt krude. Ja, ich glaube, auch in diesem Buch wird das nicht mehr wirklich richtig aufgegriffen. Das kommt dann erst später wieder, das Thema, und wird noch komplizierter. Naja, sie glaubt, also das Einzige, was halt geklärt wird, ist, dass sie sich tatsächlich daran erinnert, dass sie so, was sie glaubt, Fantastereien und Halluzinationen zu sein, dass sie sich daran erinnert, dass sie das als Kind eben schon hatte, als eben diese Sache mit dem Pflasterstein passiert ist. Das heißt, zumindest die Tatsache, dass irgendwas sich mal geändert hat und dass da mal eine Abspaltung passiert ist, das weiß sie. Sie weiß halt bloß nicht, wie die sich äußert. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Trauma zurückgekehrt ist und wieder dieses selbe Gefühl von irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch mit mir, passiert was. Und deswegen die Frage auftaucht. Also das ist, glaube ich, die einzige leichte Erklärung, die dafür gegeben wird. Naja, und Eddie fängt dann natürlich sofort an, sich um sie zu kümmern und sie zu trösten und so weiter. Und Roland merkt hier tatsächlich, dass er das, selbst wenn er es wollen würde, gar nicht mehr so könnte, wie Eddie das macht. Und das fand ich halt hier auch schon wieder klar, die wird froh um jeden Trost sein, aber die Aktion und Reaktion von Eddie kann ich hier auch irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Das ist eben das, was ich meine mit, das geht mir alles zu schnell. Ja, das war das, was ich vorhin auch schon gemeint habe. Allzu schnell wird es nicht, ja, haben wir uns ja vorhin schon drauf geeinigt. Aber so richtig komisch, jetzt wo du es gesagt hast, nochmal, finde ich es gar nicht, weil Eddie ist jetzt die ganze Zeit mit Roland unterwegs, der jetzt
ja, nicht wirklich Entertainment bringt. Und Eddie ist ein Frauenheld. Das wurde ja auch relativ früh schon irgendwie gesagt. So, ich glaube, so ein Zitat war, seine Augen konnten ihm viele Beine öffnen oder irgendwas in der Richtung. Ne? Und diese Kombination aus, die ganze Zeit mit dem alten Mann Roland, der für ihn ist abhängen, plus da kommt eine Frau, plus sie ist hilfsbedürftig. Also in sich, in Eddies Charakter, ergibt das für mich durchaus Sinn. Ja, das hätte dann Sinn ergeben, dass, also, bis eben gerade war Eddies einziges Ziel, wieder an Stoff zu kommen, und auf einmal sind da ein paar Titten und auf einmal ist ihm der Stoff egal. Das ist das, was ich nicht begreife daran. Um das nochmal kurz aufzugreifen, du begreifst nicht, dass ein junger Mann, der gerade auf Entzug ist und so wie sie schon die ganze Zeit rumgehurt hat, sich über Frau freut? Nee, das verstehe ich schon, aber dass er sich mehr über Frau freut als über Stoff, wundert mich. Ich glaube tatsächlich, wenn du so weit im Entzug bist, fällt dir die Wahl wahrscheinlich leicht. Also die würde wahrscheinlich nicht auf die Frau fallen, außer sie ist ein Heroin-Paniert. Aber gut, er hatte ja da nicht wirklich eine Wahl. Sie war ja dann da, die Tür war ja erstmal zu, oder? Dementsprechend. Ja, das stimmt. Ja, hast recht. Die Wahl war ja nicht wirklich da. Und dann ist es so, ne, wie gesagt, in Eddies Sein, Entzug plus mit Roland abhängen, plus eine Frau, plus einfach auch unabhängig von Frau, ne, sich endlich mal mit was anderem beschäftigen können als mit diesem alten, knarzigen, halb kaputten Dude. Ja, okay, da hast du recht, ja. Mir kam das halt nur komisch vor, dass er so schnell mit dem Thema abgeschlossen hatte. Ich meine, gerade hat er Roland noch das Messer an den Hals gehalten und jetzt auf einmal, oh, das sind Titten, ist mir alles egal. Ist Roland wirklich so alt? Ich habe ihn irgendwie immer was jünger vorgestellt. Irgendwie, weiß nicht, Mitte, Ende 30, vielleicht Anfang 40, aber älter nicht. War das irgendwo erwähnt? Nee, aber ich glaube, das liegt bei uns allen daran, dass wir ihn so ein bisschen als Clint Eastwood lesen. Ein bisschen ist gut, ja. Okay, nee, das habe ich gar nicht. Also sein Alter wird nie direkt gesagt, zumal bei ihm ja auch Alter dann ein bisschen fraglich ist, aber nee, das wird tatsächlich nie thematisiert, wie alt er wirklich ist. Aber ich würde dir schon recht geben, so 35 vielleicht. Aber eben so ein verhärmtes Gesicht wie Clint Eastwood, so ein bisschen älter wirkend. Also das ist auch immer das, was ich im Kopf hatte, so ein Clint Eastwood-Fresser. Wie sieht das denn für dich aus, jetzt wo du das neu hast und du hast ja gerade gesagt, Clint Eastwood ist es nicht. Wie ist denn Rolands Bild für dich im Kopf? Das ist schwer zu schreiben. Also er ist jetzt kein klassischer Western-Held in meinem Kopf. Klar, er hat Pistolen, aber für mich kam vielleicht auch durch die Schilderung von seiner Herstammung und so eher noch so ein artushaftes Gehabe, so ein Tafelrunden-Ding mit dazu. Mhm. Aber also mehr Ritter als Kobold. Ja, irgendwie so eine Mischung da draus. Das soll er ja auch sein. Es gibt ja auch, also ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, das könnte man sich dann nochmal, wenn man Interesse hat, es gibt ja die Comic-Reihe Dark Tower auch, wo dann, glaube ich, auch von King abgesegnet irgendwie die Illustrationen drin sind und da sieht man dann zumindest mal, was King sich gedacht hat. Mhm. Genau. Ja, na, wie gesagt, und Eddie beschäftigt sich dann so ein bisschen mit ihr und Roland dreht ihm aber gleich von Anfang an, dass da was nicht ganz in Ordnung ist und dass da wahrscheinlich mindestens zwei Persönlichkeiten drinstecken, was er eben, wie gesagt, nur daraus schließt, weil sie eben dieses Gefühl nicht als fremd empfunden hat. Was ich übrigens auch recht gewagt finde, aber okay, er hat ja recht. Und wie gesagt, er bricht dann irgendwann wieder im Fieber zusammen, weil ihm eben auch die Medikamente schon wieder ausgegangen sind. Ja, und Eddie, weil er ja ein vertrauensseliger Trottel ist, passt natürlich nicht richtig auf, wie das halt so ist. Und sie klaut dann Rolands Revolver und merkt auch, dass die geladen sind und so weiter und möchte dann Eddie erschießen. Aber Roland, der ja schon vorgewarnt war, hat die eben, ja, lassen, beziehungsweise die bereits gefeuerten Patronen da reingeladen. Und dadurch passiert halt tatsächlich nichts. Und zusammen überwältigen sie dann, Odetta. Das ist auch echt gemein mit diesen Namen. Ja. Aber, und das fand ich hier unglaublich geil, so sehr mir Detta auf den Sack ging, aber wie sie die anderen hier manipuliert und vor allem auch sabotiert,
Fand ich großartig. Ich meine, ich bin jetzt selber Rollstuhlfahrer. Und ich bin jetzt selber nur 1 Meter groß und leicht durch die Gegend zu tragen. Ich kenne dieses Gefühl, am Genick gepackt zu werden und irgendwo hingesetzt zu werden, wo du nicht hin willst. Und du hast echt wenige Möglichkeiten. Aber die Tatsache, wie sie eben einfach mit den Bremsen und den... Sie weiß, sie kann nichts machen, aber sie kann dafür sorgen, dass die derartig die Schnauze voll von ihr haben. Das fand ich genial. Also da hat sie an mir sehr Sympathie gewonnen. Ja, das konnte man sich auch alles sehr gut vorstellen. Du wahrscheinlich noch mal besser als ich, aber war nett, ja. Sie wird hier auch so ein bisschen eingeführt, finde ich, als, wenn man das mal irgendwie mit Rollenspiel-Klischees machen will, ist ja Roland so der klassische Krieger und Gott, was ist denn Eddie? Ja, lassen wir mal raus, aber sie ist halt jetzt so ein bisschen die Smarte von den anderen, weil Roland weiß halt viel, Eddie ist bauernschlau, aber sie ist halt wirklich schlau. Und das wird hier halt auch so ein bisschen gezeigt, dass sie die Denkende ist. Genau. Und dass sie halt auch ständig in beiden Existenzen ständig in feindlicher Umgebung ist. Also wie gesagt, Detta, also die Detta in dem Sinne, ist ja so Bürgerrechtskämpferin und so weiter und so fort, ist halt ständig mit diesem ganzen Polizeiwillkür-Rassismus-Ding umgeben. Und Detta selber ist ja auch ständig von feindlichen Sachen umgeben und so weiter. Das heißt, die Tatsache, dass sie auf Anhieb in einer feindlichen Welt zurechtkommt, das ist für mich schon sehr logisch. Und hier kommt dann auch deine Auflösung, Nick, denn in dem Moment, als eben sie ständig mit dem Stuhl kämpfen und so weiter, kommt Roland aus irgendeinem Grund plötzlich die Erkenntnis, dass die beiden Figuren, also Detta und Odetta, sich tatsächlich beide gegenseitig gesehen haben, als die Tür sich geschlossen hat, also als sie durch die Tür kamen. Das kommt aber jetzt erst an der Stelle. Das heißt, er weiß jetzt, dass ab jetzt die beiden zusammen voneinander wissen. Und das versucht er dann natürlich auch auszunutzen, weil er eben in beiden Seiten was Vernünftiges sieht, mit dem er Potenzial ausschöpfen kann. Und er fängt jetzt tatsächlich an, Detta anzusprechen und nennt sie Odetta. Und bittet sie darum, jetzt die Kontrolle zu übernehmen, damit sie ein etwas ruhigeres Leben haben. Und das funktioniert auch tatsächlich. Das ist tatsächlich auch die Stelle, wo es passieren muss, weil sonst hätten wir alle, glaube ich, entnervtes Buch zugeklappt. Also ja. Inklusive Roland selber, der hätte dann auch gesagt, nee, jetzt kann ich nicht mehr. Also die Geschichte wäre anders auch gar nicht weitergegangen, wirklich. Weil hätte sie jetzt weiter noch genervt, es hätte einfach nicht funktioniert. Also ich finde, an dieser Stelle sieht man ganz gut, wie King beim Schreiben so ein bisschen auch Opportunist ist, was oftmals schädlich ist, aber auch an der Stelle jetzt einfach ja, funktional ist. Ne? Er dreht jetzt da den Hahn ab, wo es sein muss, damit es weitergehen kann. Genau. Ja, und vor allem, das Lustige ist, das finde ich so gut daran, entweder sie hätten sich selber erschossen, das wäre Variante 1 gewesen, oder tatsächlich, und daran glaube ich mehr, Detta hätte das Ding gewonnen, auf lange Sicht. Die hätte gegen die zwei Kerle gewonnen, weil einer von beiden wäre immer eingeschlafen, es wäre zuerst Eddie dran gewesen und dann Roland oder andersrum, aber sie hätte, als das kleine Weib im Rollstuhl, das sie ist, hätte sie gegen die beiden Kerle gewonnen, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genauso, ist wie hier im Podcast. Nein, also in der Hinsicht muss ich wirklich sagen, habe ich unglaublichen Spaß an dem Charakter. So nervig sie ist und so anstrengend sie ist, aber sie ist für mich sehr eindrucksvoll und sehr beeindruckend als Charakter. Mehr noch als Eddie. Jein. Also Eddie ist auf jeden Fall sympathischer, aber ja. Von der Art her interessanter, ja, da hast du recht. Naja, wie gesagt, jetzt geht's halt weiter. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir erstmal am Leben bleiben. Das heißt, wir fressen ein paar von diesen lustigen Hummern. Detta, Odetta weigern sich. Die eine, weil sie denkt, sie wird vergiftet. Die andere, weil sie denkt, sie verträgt das Zeug einfach nicht. Aber früher oder später überwindet sie sich dann tatsächlich, das Zeug auch echt zu essen. Und jetzt müssen wir uns halt auf die Suche nach der dritten Tür machen. Und hier muss ich sagen, ist für mich diese ganze Szene, hier zieht sie's. Also hier kommen wir wieder in diese klassischen King-Gefilde, wo er sich so ein bisschen selbst in seiner Welt verliert, hab ich den Eindruck.
Ja, genau, das ist die King-typische Exposition der Welt, um in jeder Facette noch rüberbringen zu können, was er in seinem Kopf gefühlt hat und gedacht hat und das weiter und so fort und 50 Stunden später. Also eigentlich ist es halt ein langer Strandspaziergang, der nicht so lang sein musste. Hm. Naja, und jetzt haben wir das Problem, Roland wird immer schwächer, weil er eben immer noch Fieber hat und Zeug und er kann nicht mehr weiter. Das heißt, er schickt Eddie alleine mit Odetta und Detta zur dritten Tür, um die dritte Tür zu suchen. Und dort soll er sie halt abladen und dann den Rollstuhl holen, um den Revolvermann wieder mitzunehmen. Das Problem ist, dass Eddie ja, wie wir schon gesagt haben, treudofer Idiot ist und sich natürlich vollkommen in Odetta verliebt. Sie haben dann auch Spaß miteinander und Gedöns. Er lässt also Odetta zurück, um Roland zu holen. Als sie dann die Tür gefunden haben, aber für die beiden öffnet sie sich natürlich nicht. Also, wie gesagt, er geht dann zurück und holt Roland und lässt ihr natürlich, weil er ein Idiot ist, auch eine Waffe da. Ja. Aber klar, ist das männliche Dummheit oder ist das Eddies Dummheit oder fandet ihr das nachvollziehbar? Ich glaube, es ist Eddies Dummheit. Wie hättet ihr es denn gelöst? Ich hätte sie wahrscheinlich allein gelassen, ohne die Waffe. Sie will sie ja noch nicht mal haben. Er trägt sie ihr ja auf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, gut, du befindest dich ja in dem Dilemma, so lässt du jetzt jemanden allein ohne Waffe und weißt, dass dann halt Risiko da ist oder nicht. Also ich finde den Gedankengang natürlich nachvollziehbar. Eddie ist halt, Dela hat am, du hast am Anfang gesagt, Eddie ist halt so ein bisschen treudoof und das kommt hier halt genauso durch, ne? Er ist halt treudoof und hier kommt das treu und doof zusammen und ja, naja, ich muss treu sein und ihr eine Waffe geben und doof, er vergisst, dass das vielleicht keine gute Idee ist einfach. Mhm. Naja, ich fand halt, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, es ist Eddies Dummheit. Natürlich verstehe ich den Konflikt, in dem er ist, sie da unbewaffnet zurückzulassen, wenn da irgendwelche Wildkatzen schreien und gedöns. Aber ganz ehrlich, er hat ja nun die Seiten von Detta auch gesehen. Solange die da drei Steine liegen hat, mache ich mir eigentlich um die keine Sorgen. Also irgendeine Waffe hätte ich ihr, glaube ich, überlassen, aber keine Schusswaffe. Also das hätte ja, aber er hat ja nichts anderes. Naja, Messer. Haben sie nicht. Wir haben keine Messer. Zu dem Zeitpunkt nicht. Irgendwas findet sich bestimmt. Ja, Rolands Messer vom Anfang, mit dem Eddie sich das Koksbäckchen runtergeschnitten hat. Ist das hat ja. Aber Roland. Und Roland liegt auf der anderen Seite vom Strand. Ah, okay, stimmt, ja. Nee, dann, ja, ist halt so ein Dilemma und ja, Eddie treu doof. Das für, da habe ich gar nicht mehr Gedanken rein verschwendet, ehrlich gesagt. Ja, naja, wie gesagt, wir schleppen uns dann tatsächlich auch zur Tür und Roland bleibt halt keine andere Wahl, er weiß, er muss da rein. Eddie will nicht und kann nicht und muss sich jetzt unbedingt um Detta und Detta kümmern. Und die wartet natürlich als Detta jetzt auf ihre Chance. Und als Roland sich halt tatsächlich auf die Tour macht, den Schubser bzw. den Mörder zu besuchen, lauert sie halt schon mit geladener Waffe, um einen Hinterhalt zu legen. Ja, und jetzt haben wir eben diese lustige Szene, dass Roland in Jake Wards Kopf ist. Und hier sehen wir ja tatsächlich Jake Chambers wieder. Jetzt hab ich vergessen, er erkennt ihn sofort, ne? Also er weiß sofort, dass es Jake ist. Mehr oder weniger, ja. Ja. Naja, und wie gesagt, dadurch er halt in der ganzen Sache jetzt schreckliche Schuldgefühle hat und Gedöns und so weiter, will er das halt verhindern. Er lenkt Jake ab und hindert ihn eben daran, dass er Jake umbringt. Was entsprechende Implikationen mit sich bringt, die wir später sehen werden, aber nicht in diesem Buch. Wo ich jetzt gerne Jonas fragen würde, diese Stelle, ne, die zeigt ja jetzt ganz offensichtlich, dass entweder das eben Zeitreise ist oder ja, Multiversum, weil ein Jake ist ja nun mal definitiv nicht mehr da. Was ist jetzt, hast du da weiter irgendwie welche Vermutungen gehabt? Ich meine, Dela hat vorhin schon gesagt, du bist ja jetzt nicht der, der groß rumdenkt. Ist da irgendwie noch was mehr in deinem Kopf jetzt an Ideen gewachsen oder eher nicht? Also ich nehme an, dass es verschiedene Welten gibt und dass die Türen einen auch zu verschiedenen Zeitpunkten
in den Welten führen können. Also das, ich sag mal, von Rolands Welt in unsere wechselt, dass es nicht immer in parallel verlaufende Zeitlinien sein muss, sondern dass er auch mal was früher oder was später hin kann. Aber ja, das ist halt, weil ich nehme an, dass auch Odetta und Jake aus der gleichen Zeit kommen, aber die sind ja, meine ich, auch nicht aus der gleichen Zeitlinie gekommen. Ich glaube, Odetta ist ja nochmal 20 Jahre früher oder sowas. Ja, genau. Genau. Ja, na, wie gesagt, und während Roland eben gerade durch den Kopf von Jack Mord stolpert, blickt er nochmal nach hinten und sieht, dass Detta jetzt mittlerweile sich davor platziert hat und auf seine Rückkehr lauert. Aber er weiß, er hat keine andere Möglichkeit, also zieht das einfach weiter durch. Und wir wechseln jetzt wieder die Perspektive zu Detta. Die hat nämlich inzwischen Eddie überwunden und gefesselt. Ja, wie gesagt, da ist halt auch ein bisschen eine Depp. Interessant finde ich ja tatsächlich die reine logistische Leistung dahinter. Ich meine, gut, wenn ich mir jetzt überlege, der, wie heißt der Hobbyquerschnitt gleich? Björn. Ich glaube tatsächlich, der Björn würde das eher auf die Reihe kriegen, einen erwachsenen, schlafenden Mann zu fesseln als ich. Von daher ist es nicht unrealistisch, aber rein von der Logistik ist es tatsächlich eine Leistung. Fand ich also ganz interessant. Ich bin dafür, dass auf dem Podstock ein Test gemacht wird, wie gut das funktioniert. Flo, bitte vormerken. In Ordnung. Ich lass mich dann fesseln und schlagen. Whatever floats your boat. Ja, wo kriegen wir die Hummer her? Aber da war ja ein Teich, vielleicht reicht das ja. Naja, und auf jeden Fall, sie fesselt ihn und platziert ihn dann als Köder für diese lustigen kleinen Monsterhummer. Und wartet jetzt einfach, was dann weitergeht, als wenn Roland zurückkommt. Und hier, finde ich, haben wir jetzt wieder eine der schöneren Szenen in dem Buch. Denn Roland ist ja jetzt in dieser fremden Welt komplett ohne Hilfe. Bei Eddie, Eddie hat ja kooperiert. Und Jack Ward wird ja einfach komplett übernommen. Der kriegt ein Kantholz über den Kopf und dann ist Ruhe. Aber er hat trotzdem Zugriff auf das Wissen von Jack Ward. Und während er also so durch die Welt stolpert und versucht, Medikamente zu besorgen und Zeug und so weiter, greift er halt immer so auf dieses Vokabular von dieser Welt zu. Und das fand ich unglaublich großartig, wie er eben immer so einen halben Zentimeter an der Realität vorbei schrammt, eben mit Sandwich und Taxi und Zeug und so weiter und so fort. Und wie er auch das ganze Geldsystem nur so halb begreift und so. Da habe ich echt viel Spaß dran gehabt, auch wenn ich an den Action-Szenen in diesem Teil nicht so wirklich meinen Spaß hatte. Ja, ich mochte die Mordzyklopädie auch sehr. Ein bisschen war ja auch schon bei Eddie da von drin. Da kommt das her mit dem Sandwich Popkin. Und beim Mord sucht er ja auch nach Wörtern. Für manche hat er Namen, aber es ist einfach nicht die passende für diese Welt. Und manchmal versteht er auch das so ein bisschen falsch, wie bei Rezepte und so weiter. Oder Taxi. Ja, also ich finde es eigentlich relativ lustig. Ist wieder so ein Moment mit Humor in dem Buch, wo man nicht unbedingt erwartet. Gerade nach dem zweiten Teil mit Detta und Detta jetzt nicht so viel Humor drin war. Genau. Aber ich muss sagen, ich habe trotzdem, also diese Elemente waren lustig, da habe ich Spaß dran gehabt. Aber ich habe tatsächlich ansonsten auf der Inhaltsebene mit dem Teil echt meine Schwierigkeiten gehabt. Das war mir alles zu konfus. Ich habe auch nicht verstanden, worauf das hinauslaufen soll, warum er das jetzt macht. Klar, den Teil mit den Medikamenten, der ist logisch. Aber alles andere rundherum habe ich nicht so ganz begriffen. Ja, sowohl die... Bitte. Du zuerst. Okay, sowohl die Jack-Mord-Ebene als auch die Eddie-Detta-Ebene fand ich beide wirrer werdend, umso länger das Buch geworden ist. Bei mir kommt dieser Ausflug, den Roland da macht, das ist so ein bisschen Kevin alleine in New York. Ne?
ich weiß nicht, ob King das wollte, dass das so rüberkommt, aber es ist so ein bisschen, ach naja, wenn ich jetzt schon mal die Chance habe, hier zu sein, das kommt nicht viel, aber es gibt immer wieder so kleine Zweizeiler, wo es so ein bisschen rüberkommt wie, naja, Roland genießt in gewissem Maße auch diese Flexibilität jetzt zusammen und natürlich, ne, Waffen, Medikamente, tralala, der Praktiker, der er ist, aber ja, eben diese andere Ebene des Umguckens und der Neugier, die kommt hier auch so zumindest mit, auch wenn sie nicht direkt benannt wird. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön zu zeigen, okay, Roland, genießt das auch in einer gewissen Form. Und ich finde, also ich als Fan und Leser, ich gönne das dem Charakter auch, das sehen zu können und das machen zu können. Mhm, auf jeden Fall. Ja, und vor allem halt auch die Tatsache, diesen Konflikt, den er hat, als er dann zum Beispiel in diese Drogerie geht oder erwartet jetzt voll das finstere Hexenhäuschen und so weiter. Und dann ist das so ein steriles Ding und Zeug. Also wie wirklich diese Welten aufeinanderprallen und es alle Seiten dieser Welt verunsichert, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Und wir haben hier natürlich auch wieder mit diesen Revolvermännern, also mit den Polizisten, wieder diesen Rückgriff, dass es eben doch Elemente gibt, die immer gleich bleiben. Auch hier haben wir wieder unfähige Polizisten und Revolvermänner, die es ja in seiner Welt auch gibt. Aber eben auch die fähigen beiden. Und hier hat er auch gelegentlich mal so einen kurzen Flashback an seine verstorbenen Kollegen Cuthbert und Illen. Überhaupt, jetzt mal kurz auf so einer größeren Ebene. Mir fällt auch einfach aus zumindest meinem Medienkonsum überhaupt nichts ein, was derartig zeigt, wie es ist für jemanden in ein anderes Universum zu kommen. Ich kenne diverse Sci-Fi-Dinger mit Zeitreisen oder ja Dimensionen, wo dann man woanders ist, aber die Art, wie jetzt Roland das erkunden kann mit Mord als quasi Mord-Wiki, das ist schon relativ einzigartig und auch dadurch sehr, sehr schön und knuffig und man guckt da einfach gerne zu. Genau. Was ich hier auch noch lustig finde, und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das in Character ist. Er bezahlt ja, also er hat kein Problem, da ein paar Leute mit den Köpfen aneinander zu hauen, achtet aber drauf, keinen umzubringen, das ist ja auch schon schön, weil es eben Revolvermänner sind, ansonsten wäre es ihm auch wahrscheinlich auch egal. Aber was ich ganz niedlich finde, ist, dass er tatsächlich versucht, jedes Mal seine Schulden zu bezahlen. Er bezahlt sowohl die Munition, da lässt er ja das Geldbeutel dann auch trotzdem da, und er bezahlt auch die Medikamente mit der goldenen Armbanduhr. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das in Charakter ist, weil eigentlich müsste es ihm doch egal sein. Nein, er ist ein Ehrenmann, also das finde ich schon sehr in Charakter. Ja gut, aber zum Beispiel in Tool hat er doch seine Rechnungen auch nicht bezahlt. Da war ja auch keiner mehr am Leben. Ja, wegen ihm. Ja, aber egal, du musst ja, wenn du alle abgeschlachtet hast, nicht mehr bezahlen. Das ist was anderes. Hätte jemand gelebt, hätte er bezahlt. Naja, okay, kann ich hinnehmen. Ich weiß auch nicht, wer es vorhin war, der es gesagt hat. Es kam ja schon im ersten Buch auf, dass Roland nicht einfach nur ein Typ mit Knarren ist und so etwas ritterliches, Mittelalter-Tafelrundenmäßiges mit sich hat. Und genau das ist Ausdruck dessen eben, dass er eben so ein Bild, so eine Sozialisation hat, die ihn zu einem, ja, er ist ein Edelmann, der nicht mehr in dieser Welt ist, wo er das war, aber er ist das noch. Und ich finde, deswegen ist es ziemlich ein Charakter sogar. Ja, okay. Naja, und dann müsst ihr mir mal helfen, weil den ganzen Teil habe ich jetzt nicht verstanden. Es geht ihm jetzt nur darum, er hat jetzt alles, was er braucht. Und er will Jack Ward jetzt tatsächlich umbringen. Oder nimmt er das tatsächlich nur in Kauf, weil ist ja egal. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich glaube, er will ihn töten. Er mag ihn echt nicht. Glaubt ihr, das ist so ein Er-mag-ihn-nicht-Ding? Der stirbt nicht, der muss weg? Oder glaubt ihr tatsächlich, das ist so erstens entweder so ein Rache-Ding für Jake? Oder glaubt ihr, es ist ein ich muss den jetzt wegräumen, weil sonst kommt er mir im späteren Verlauf nochmal in die Quere-Ding? Ich glaube, Rache an Jake und das ist ein Böser, der muss weg. Halt dieses, ja. Ja, dass er quasi auch als ordnende Macht oder als, ja, quasi als Polizei fungiert. Oder als aber wieso hat er ihn dann nicht einfach erschossen? Er hatte keine Pistole. Hat Jake keine? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay, gut. Das war das, was mich immer gewundert hat.
Das fand ich gerade tatsächlich einen guten Satz. Roland sieht sich selbst als ordnendes Element. Ne? Er sieht sich als ordnendes Element in der Szene. Er sieht sich als eben dieser Edelmann, Revolvermann. Ja, ne? dieser Ritter, der eben ja für Ordnung so selbst sein Weg zum Turm ist ja nichts anderes eigentlich. Ne? Er will halt Ordnung bewahren. Ja, stimmt. Naja, wie gesagt, und hier haben wir nochmal einen schönen Rückgriff. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, Flo. Er wird ja immer noch von diesen beiden Polizisten verfolgt. Und einer davon versucht ja auch, Jack zu erschießen. Und die Kugel trifft auf das Feuerzeug, das er an der Brusttasche hat. Dieselbe Szene hatten wir schon mal bei Amok. Da ist es allerdings das Vorhängeschloss. Und das brennt dann nicht. Ja, naja, es brennt ja auch nur, weil es das Feuerzeuggas in Brand gesetzt hat. Ja. Ja, naja, wie gesagt, und er überlistet dann die zwei Polizisten, indem er ihnen tatsächlich sagt, ey, ihr seid gut, aber lasst jetzt mal sein. Und die hören auch tatsächlich drauf. Das fand ich auch ganz niedlich. Ja, und er springt dann mit Mords Körper vor die U-Bahn und sendet vorher Detta Odetta noch telepathisch den Befehl, sie sollen jetzt zur Tür schauen. Auch das habe ich nicht verstanden, warum das geht, aber schieben wir es einfach mal auf K. Ja, genau, K ist wie der Wind und manche Momente, also auch dieses, das wird noch öfter kommen und kam schon oft, dass Roland eben nicht nur einfach einen stechenden Blick hat, sondern so gefühlt so fast schon telepathenmäßig krass unterwegs ist. Der kann Leute angucken und die fangen an zu zittern. Ich glaube, das ist einfach nur genau die Fortsetzung dessen. Und das sind, wie die Nummer gerade mit dem Feuerzeug, ist so ein bisschen, glaube ich, Kings Wille zum Kino, den man da auch einfach spürt. Ja, das ist so, ich habe schon so ein bisschen auch Film im Kopf, ist das, glaube ich. Ja. Naja, und jetzt passiert halt das, was passieren muss. Er schafft es noch rechtzeitig, bevor Mord tatsächlich tot ist, vor die Dings zu springen, vor die Straßenbahn. Und er selbst, also Roland, springt dann zurück in die Tür. Und in dem Moment, als sich die Tür schließt und die beiden Weiber ja gesehen haben, was da passiert ist, dass eben der Mensch, der ihre Probleme ausgelöst hat, eben ich habe die ganze Szene nicht verstanden, aber als sie sehen, dass der Mensch, der die beiden Probleme ausgelöst hat, diese beiden Spaltungen, sehen sie sich halt selbst gegenseitig und manifestieren sich dann in zwei körperliche Dettas und Odettas und kämpfen gegeneinander. Jetzt muss ich euch fragen, habt ihr das? Ich hab die ganze Szene nicht verstanden. Ich hab das anders gesehen. Und zwar, du siehst ja, wenn du in die Tür guckst, durch die Augen von Jack. Und wenn Jack in Richtung Tür guckst, siehst du dich selbst. Und als Spiegel, ja. Genau. Also, weil, wenn du durch die Tür siehst, siehst dann die zwei und dadurch sehen die sich selbst und das hatte Roland vorher bemerkt, er sieht, wenn er durch die Tür blickt, beide Versionen von Detta Odetta. Okay. Und deswegen sehen sie sich jetzt auch beide. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe die Szene nicht verstanden, ich kann deine Lesart verstehen, ich verstehe sie bloß insgesamt nicht. Aber ja, ist durchaus möglich. Ich habe halt da reingelesen, tatsächlich, weil es ja auch so wichtig gemacht wird, dass Mord sowohl derjenige war, der damals den Stein geschmissen hat, als auch derjenige, der Detta damals Mord den Zug geschmissen hat. Dass das irgendeine Bewandtnis hat. Aber wahrscheinlich muss das nicht mal sein. Och, finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Also du hast vorhin ja schon gesagt, so ist er nicht vielleicht ein Agent von dem Mann in Schwarz? Und ich glaube, hier geht es dann nur endlich full circle. Ne? Also der Typ, der alles verantwortet hat, ist dann auch der Auslöser für am Ende das, was mit ja, Odetta Detta passiert. Ich finde, ja, das passt jetzt gut mit dieser Theorie zusammen. Klingt nach einer Theorie, die zu einfach und zu gut ist, aber irgendwie ist quasi der Mann in Schwarz der Auslöser für alles und Mord ist quasi Fortsetzung dessen. Und das endet dann eben in diesem Kampf. Mhm. Naja, und während Detta und Odetta miteinander kämpfen und sich dann letztendlich umarmen und ich liebe dich sagen, geht natürlich Roland dann los, um Eddie noch zu retten.
Und da die beiden sich dann tatsächlich eben geeinigt haben und zu einer Person verschmolzen sind, nämlich Susanna, ist sie dann auch tatsächlich in der Lage, ihrem jetzt wohl doch wichtig gewordenen Eddie zu helfen, indem sie eben anfängt, die Homer abzuschießen, die ihn überfallen, während Roland ihn befreit. Und der kippt dann schlicht und ergreifend einfach erstmal um. Ja, und wir haben jetzt statt Detta und Odetta eben Susanna Dean. Und hier wird dann plötzlich etabliert, dass sie ihn auch liebt. Völlig aus dem Nichts. Ja, einerseits bin ich froh, dass es dann endlich erstmal vorbei ist mit dieser von King so dargestellten, was er bestimmt Schizophrenie nennen wollte, aber komische Aktion. Und ja, ich schließe mich dir an. Also diese plötzliche Liebe, die da irgendwie rauskommt, ist weird. Also ich bin relativ froh, dass es so weit jetzt erstmal vorbei ist. Denn ich fand auch diese ganze Szene sehr, sehr merkwürdig. Das kann ich natürlich auch sagen, weil ich weiß, was noch kommt. Aber ich bin schon froh, dass wir jetzt Susanna erstmal haben und die anderen beiden los sind. Ja. Naja, und Roland erholt sich dann so ganz langsam. Sie wandern dann weiter, verlassen eben auch diesen komischen Strand, kommen dann in etwas bewaldeteres Gebiet und sie können das erste Mal etwas anderes als Hummerfleisch essen, denn Roland schafft es, einen Hirsch zu schießen. Und es kommen dann halt auch mehrere Gespräche zwischen den Charakteren so zusammen. Und da kommt halt raus, dass Roland im Schlaf wieder vom Turm gesprochen hat, woraufhin sich eben so eine Unterhaltung entspannt, aus der Eddie tatsächlich erkennt, wie extrem besessen Roland von seiner Turmsuche ist und dass er tatsächlich immer noch bereit wäre, Eddie und Susanna dafür komplett zu opfern. Aber Roland, und da sind wir wieder bei dem Thema mit der Entwicklung, er stellt halt tatsächlich jetzt fest, dass er die anderen beiden auch lieb gewonnen hat und dass er sie nicht nur lieb gewonnen hat wie Jake, sondern dass er sich hier tatsächlich zwei waschechte Revolvermänner eingetreten hat. Und damit endet dieses Buch. Diese Erkenntnis gefällt mir. Weil damit erkennt man diese Revolvermänner, diese wichtigen Figuren aus Midwelt, die gibt's auch in anderen Welten. Und das finde ich irgendwie einen interessanten Gedanken, auch wenn sie da anders heißen. Merkt man, es gibt überall Figuren, ja, die, was auch immer das ist, das den Turm bedroht, bekämpfen. Ob sie es jetzt schon wissen oder noch nicht. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch ein würdiges Ende. Jonas, jetzt weiß ich ja, wie gesagt, du magst keine offenen Enden, berechtigterweise. Aber du weißt ja, dass das eine Serie ist, die weitergeht. Ja, genau. Deswegen kann ich damit auch gut leben, weil ich. Es ist halt ein vorläufiges Ende, aber es geht weiter. Alles gut. Ja, wie fandet ihr denn jetzt so insgesamt erstmal diese ganze Sache, ohne direkt in die Bewertung zu gehen? Gerade im Vergleich zum ersten Teil. Viel weniger konfus. Also man hat gemerkt, es gibt einen roten Faden. Das war schön. Mhm, okay. Ja, und man hat auch gemerkt, nachdem Schwarz ja eigentlich eine Sammlung von Kurzgeschichten war, dass das hier tatsächlich eine große Story war. Ich fand's gegenüber Schwarz besser. Ich konnte mich besser in die Figuren reinversetzen und auch die Geschichte hat mir großen Teils, muss ich sagen, mehr Spaß gemacht. Es gibt manche Teile, die waren nicht so toll, aber gerade so die ersten zwei Drittel fand ich doch sehr schön. Mhm, okay. Ja, bietet mehr Höhen und Tiefen. Das haben die anderen jetzt auch schon gesagt. Und das ist, glaube ich, so die Quintessenz. Da ist halt nicht einfach nur so eine kleine Flatline, die da vor sich hin lebt, sondern da geht's halt hoch und runter und auf und ab. Und man kann aber halt das gut und schlecht finden. Und das ist, glaube ich, das, was auch dieses zweite Buch so schön macht, dass halt mehr von allem ist. Mhm, okay. Okay, dann machen wir aus die Zitate. Habt ihr denn eins? Ich würde mal anfangen bei dir, Nick. Ich hätte jetzt auch nur den Hummer reingebracht, weil das irgendwie für mich das schönste Zitat dieses Buches ist und einfach für mich auch immer die Erinnerung hervorruft. Also, okay. Gut. Ich hätte erstmal eins.
Die Schuld liegt immer am selben Ort, meine feinen Kinderchen. Bei dem, der schwach genug ist, sie auf sich zu nehmen. Flo? Ich habe eins, nachdem Roland seine rechte Hand verliert an die Hummer. Er wichste mit links. Wenigstens etwas. Außerdem habe ich zu viele zittrige Hände hielten Feuerzeuge in die Nähe von zu vielen Zündschnüren. Dies war keine Welt für Revolvermänner. Wenn es je eine Zeit für sie gegeben hatte, so war sie vorbei. Jonas, hast du auch eins? Ich hab keins. Okay. Dann hab ich noch ein letztes. Eddie war einen Augenblick lang außerstande, etwas anderes zu tun, als dieses vollkommene Wunder der Dummheit zu betrachten. Und als allerletztes noch. Wieder ist einer bereit für dich zu sterben, Roland. Welches große Unrecht hast du jemals begangen, dass du in so vielen so schreckliche Loyalität wächst? Gut, ich hab zwar noch viel mehr, aber damit soll's das sein. Und dann würde ich sagen, reden wir doch über die Querverweise. Und da haben wir hier natürlich sehr viele. Ja, genannt haben wir ja schon den Fluch mit Richard Ginelli, beziehungsweise The Plant und die Ballade von der flexiblen Kugel, wo er auch vorkommt. Genau. Außerdem haben wir eine Verbindung zu Die Augen des Drachen. Denn hier haben wir wieder dieses... Ja, er hat halt eine kurze Erinnerung daran, dass er sich an ein Geschöpf erinnert, das sich Randall Fleck nannte, den wir ja auch aus The Stand kennen. Und hier fällt der Satz, ihm auf den Fersen waren zwei junge Männer gewesen, die verzweifelt und doch entschlossen ausgesehen hatten. Dennis und Thomas hießen sie. Und die kennen wir ja aus, wie gesagt, Augen des Drachen. Ja, es gibt natürlich Querverbindungen, klar, zum Dunklen Turm, aber auch zu turmnahen Büchern wie Atlantis. Und auch The Shining wird erwähnt, beziehungsweise eher der Film als das Buch. Genau. Außerdem haben wir eine weit hergeholte Verbindung zu Das Bild, denn Eddie wird ja zu einem Zeitpunkt rektal gefilzt und er hat das Gefühl von eben von Ferdinand dem Bullen vergewaltigt worden zu sein. Und das ist ein Cartoon-Bulle, der wohl für Norman Daniels in Das Bild noch eine zentrale Rolle spielen wird. Auch weit hergeholt ist eine Verbindung zu Jack Maud in Stark. Hier erzählt Liz Beaumont, wie sie 1974 eine Rolltreppe hinuntergeschubst wurde und die gesamte Beschreibung, wenn sie das erzählt, erinnert sehr stark an das, was Jack Maud so alles macht. Mhm. Und noch eine letzte aus Mr. Sahnschnitter, denn Ollie Franklin kennt die Christopher Street und das Greenwich Village sehr gut, denn er ist in den 80er Jahren sehr häufig dort in dieser Gegend unterwegs, in der Odetta sich ja für diese schwarzen Bewegung da sehr engagiert und wo sie auch ihre Beine verliert. Und natürlich haben wir als letztes schon die erwähnte Verbindung zu Buick, beziehungsweise damit auch zu Artentechnik, denn hier erhalten wir eventuell einen kleinen Ausblick auf diese Welt. Und die Viecher in dieser Welt erinnern durchaus auch so ein bisschen an die Viecher aus der Nebel. Und wie gesagt, die Sache mit dem Feuerzeug in der Hemdtasche könnte man als Analogie sehen zu dem Vorhängeschloss in Amok. Hatten wir ja auch schon. Gut. Dann Ergänzung? Gibt es Verbindungen wüsste ich jetzt keine mehr, aber Verwertungen hätte ich noch. Ja, okay. Und zwar gibt es natürlich ein deutsches und ein englisches Hörbuch. Es gibt eine Comicfassung in mehreren Bänden, die bei Marvel erschienen ist. Hier ist vielleicht noch erwähnenswert, dass es waren mehrere Miniserien, wie auch bei Schwarz, bei der Verwertung, dass die letzte Miniserie vom Buch abweicht und etwas beschreibt, was hier nicht enthalten ist, nämlich die Veränderungen, die Rowlets Taten auf die Welt von Eddie, Odetta und Jake haben. Mhm. Ja, und es gibt, nachdem wir ja den Film nicht erwähnen, etwas Neues, vor dem ich etwas Angst habe, nämlich die Dark Tower Fernsehserie, die gerade in Arbeit ist. Es ist noch nicht viel Inhalt bekannt. Vermutlich wird sie eher mit Rowlands Jugendjahren zu tun haben, aber auch das ist natürlich dann eine Verbindung zum Dunklen Turm. Und wenn ich die Bilder sehe, wird es sehr schlimm. Ja. Gut, bevor wir dann zur Bewertung kommen, würde ich noch ganz kurz auch wirklich nur anreißen, die Symbolik, denn die haben wir noch nicht gemacht. Wir haben ja einerseits diesen ganzen Tarot-Quatsch eben mit
der Gehängte und bla und Föhn und der Tod und so weiter und so fort. Also das ist klassische Tarot-Thematik. Aber wir haben hier halt auch wieder eine Janus-Thematik drin. Durch Detta, Odetta und diese zwei Gesichter und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, dass halt beides nicht nur gut, nicht nur schlecht ist, sondern beide Seiten der Medaille haben immer beide Elemente in sich vereint und so weiter und so fort. Also hier klassisches Janus-Motiv. Und der Gefangene ist natürlich Eddie, denn er ist ja einerseits Gefangener seiner Sucht und so weiter und so fort, aber genauso wie Roland nach seinem Turm halt süchtig ist. Das Interessante ist tatsächlich die Idee, weshalb Sucht immer mit Affen auf dem Rücken assoziiert ist. Und das ist halt, Affen sind halt assoziiert immer mit Unverschämtheit, mit dem Teuflischen, mit dem Beschmutzen, mit dem Stehlen und ja, generell mit dämonischen Dingen. Also alle schlechten Seiten, die wir haben, ist quasi eben suggeriert und verbunden mit dieser Affenthematik. Und daher halt auch die negative Seiten, die eine Sucht in uns weckt, ist deshalb damit konnotiert. Und natürlich haben wir hier wieder diesen ganzen Quatsch mit Tür, Tor, Augen und Übergängen. Wie gesagt, die Augen, das Tor zur Seele und der ganze Blödsinn. Also es ist hier recht oberflächliche Symbolik, aber sie ist trotzdem drin. Ergänzungen? Nee, von meiner Seite nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich euch um eure Bewertung bitten. Wie gesagt, Nick, wir bewerten von 0 bis 19. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an. Ich fand's besser als das letzte Buch, also besser als Schwarz. Und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Das zähe Ende hat sich dann ja doch gebessert. Und, Moment, jetzt lass mich noch mal kurz schauen, was hatte ich bei Schwarz? Ich gebe 15 Punkte. War ein schönes Buch. Hat Spaß gemacht. Wie viel hast du bei Schwarz gegeben? Das waren 11. Okay. Nick? Ich muss ja quasi nachholen. Ich hätte, da Schwarz hätte ich auch so eine 10 hätte ich dem verpasst, weil ich finde es super schön und es ist für mich auch eines meiner ersten Jugendbücher, wo ich richtig reingestiegen bin, und der Teil jetzt, den finde ich auch definitiv besser. Da aber noch andere Bücher folgen und ich die schon kenne, gebe ich dem jetzt mal eine 13. Okay. Flo? Ja, ich hatte das letzte Mal, glaube ich, 14 Punkte gegeben und ich finde das hier auch besser. Ich hätte es über längere Strecken hätte ich sogar sehr gut bewertet, aber der Schluss treibt es ein bisschen nach unten. Ich gebe 16 Punkte. Okay. Ja, wir sind uns zwar wieder uneinig, so wie es der liebe Gott gewollt hat. Ich finde es persönlich schlechter als Schwarz. Aber das liegt daran, ich liebe Schwarz mit seiner ganzen drückenden Düsternis, mit seiner ganzen Melancholie, die mitschwingt. Gleichzeitig durch den viel helleren Kontrast durch Walter und seinen Wahnsinn und seinen Spaß, den er hat. Deswegen, ich liebe Schwarz. Das kommt auch nichts mehr ran. Aber ich finde dieses Buch trotzdem fantastisch. Ich habe auch an diesem Teil viel Spaß gehabt. Aber wie euch ging es mir so, dass das Ende mir ein bisschen zu mehr war und gerade gegen Ende hin zu konfus wurde. Und deswegen gebe ich hier 17 von 19 Punkten. Aber nichtsdestotrotz, riesengroße Empfehlung, ist ein tolles Buch, genauso wie die ganze Reihe. Was ich euch noch fragen wollte, in welchen der Welten fühlt ihr euch denn wohler? In Rolands Welt oder in unserer, sag ich mal? Also beim Lesen jetzt, meine ich. Also jetzt bei 3 war es unsere Welt, weil da die entscheidendere Handlungen waren. Weil da am Strand entlang, da war halt nicht viel. So sehe ich das auch jetzt bei diesem Buch. Das ist bei späteren Büchern wieder anders. Okay. Und Nick, bei dir? So ähnlich, ja. Der Strand ist ja nur das Vehikel für alles andere und die richtigen Geschichten passieren ja da gar nicht. Von daher genauso. Ja, bei mir ist es halt wirklich so, ich habe tatsächlich an Rolands Welt mehr Spaß, weil ich eben diese lustigen Humorviecher cool finde und diesen ganzen dunkelvioletten Himmel und wie apokalyptisch da alles aussieht und so. Also ich habe lustigerweise für diese Fantasiewelt ein viel größeres Gespür als für die echte Welt in New York.
Das kann ich mir schlechter vorstellen als die Roland-Welt. Aber ihr habt natürlich recht, die inhaltliche Ebene ist natürlich auf der New York-Seite wesentlich inhaltsschwerer und besser. Also, ich werde später wieder Rolands Welt mehr mögen, das wird nämlich doch richtig bärig. Nun gut, mit diesem Hinweis und diesem winzigen Ausblick auf die Zukunft würde ich sagen, verlassen wir euch. Es war wundervoll, Nick, dass du da warst. Vielen Dank. Sehr gerne. Es war außerdem wundervoll, dass du warst, da warst, Jonas. Hat Spaß gemacht. Und es war außerdem wundervoll, dass du da warst, Flo. Ja, Dela, es war auch erträglich mit dir. Und ich freue mich natürlich auch, liebe Hörerschaft, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr bleibt uns auch bei weiteren Turmbüchern und auch bei allen anderen Romanen und Kurzgeschichten treu. Wenn ihr nicht nur zuhören wollt, sondern auch aktiv wieder mitmachen möchtet, könnt ihr das gern tun. Guckt dazu einfach auf unsere Leseliste, die werde ich euch natürlich wie üblich verlinken. Ihr könnt recht einfach mitmachen, technische Hürde ist jetzt nicht allzu groß, auch wenn sie uns manchmal auf die Füße fällt. Ihr braucht einfach nur Teamspeak oder Skype und ein Mikrofon zum Reinreden. Wenn ihr die Bücher nicht habt, über die ihr sprechen möchtet, sagt uns einfach Bescheid, wir kümmern uns dann darum. Und ja, wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Es sind auf jeden Fall zum Beispiel noch Kurzgeschichten aus Albträume frei. Dafür könntet ihr euch zum Beispiel auch melden. Also, wir freuen uns, wenn ihr mitmacht. Und ich glaube, wir waren nicht allzu böse, oder Nick? Ich bin's ja gewohnt, aber nee. Ich hatte schon schlimmere Podcasts. Okay. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Und das ist dann was? Sie. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.